So, Mahlzeit, Freunde. Warte mal, wir bauen das so. Passt. Jawohl. Wir brauchen noch ein bisschen. Der Chrissy ist gleich da und wird heute mal mitspielen. Ich werde euch hier noch ein bisschen was gleich Hallo. vorbereiten. Ja, ich glaube, sag doch mal was, Chrissy. Hallo. Oh, Hallo. ja, die hören nicht alle. Passt. Wenn der gleich das Spiel runtergeladen hat, dann werde ich noch ein bisschen bei dir rumfummeln, dass ihr auch seine Sicht seht. Ja, zu Chrissy mal gesagt, Chrissy ist mein kleiner Bruder, der gestern bei mir war und mir sagte, Star Citizen kenne ich nicht. Ich so, was? Wie, Star Citizen kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht, habe noch nie was von gehört. Wird es ja mal Zeit, ne? Also Chrissy ist komplett, Schauen also der weiß gar nichts von dem Spiel. Der hat noch nie was davon gesehen und nie was davon gehört. Null. Und ich bin halt extremst gespannt, was der gleich dazu sagt. Was spielst du normal? Normalerweise, Chrissy? WoW, Shooter. Ja. MMOs und Shooter eigentlich nur, ne? Ich bin echt gespannt. Ist ja auch so ein bisschen, was ich auch gerne zocke. Jungfrau, genau! So ist das. Ja, ist halt, also gut. Wir müssen ja die Zeit überbrücken bis zur 3.18. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen gelangweilt vom Spiel. Kann man dazu sagen? Also ich zumindest. Warte mal, ich drücke mal hier drauf, dann habt ihr auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Ja, also ich kann die 3.18 kaum abwarten. Ich habe leider nicht den Zugang zum PTU Wave 1, sondern ich warte jetzt eigentlich drauf, dass endlich der Wave 2 kommt. Jetzt habe ich meine Kippe weggeschmissen. Warum mache ich denn das? Ich warte eigentlich, dass jetzt der Wave 2 kommt, dass ich auch auf den PTU komme. Und werde dann auch sofort Gas geben, dass wir gucken, wie schnell wir eine Reclaimer verdienen können. Das heißt, da wird es ja wieder um viel Geld verdienen gehen, dass wir schnellstmöglich an Salvagen kommen. Und ich glaube, das wird richtig geil. Also Salvaging, das wieder zu optimieren, dass wir wirklich möglichst viel Profit daraus bekommen. Wie viele Leute auf die Reclaimer brauchen wir, damit das wirklich vom Fluss her, vom Workflow gut funktioniert. Da bin ich extremst gespannt und vor allen Dingen die neuen Scanner-Methoden jetzt mit der Prossi. Da bin ich auch gespannt. Also auch die Scanner-Mechanics werden halt überarbeitet. Also auch das Quantanium-Mine wird auch wieder sich verändern. Also völlig gehypt auf 3.18. Ich denke mal, ich habe es ja von Anfang an gesagt, ich glaube, dass wir vor Ende Januar die 3.18 live nicht bekommen. Wurde ich am Anfang ein bisschen belächelt. Ich glaube, ich habe wieder recht. Und ich denke mal, dass wir Ende Januar dann mit der 318 in Warteposition. Ja. Geil. Ich denke mal, dass wir Ende Januar die 318 oder Mitte Ende Januar die 318 dann live geschaltet bekommen. Aber im PTU können wir schon mal alles testen, dass wir da nicht so ganz unvorbereitet dann in die ganze Geschichte reingehen. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr ziemlich viele neue Spieler in Star Citizen begrüßen können. Gerade wenn die 4.0 dann endlich kommt. Mal gucken. Und Chrissy, wie weit bist du? 39 noch. Ach, scheiße. Also schnelle Leitung hat er. Wir sind vielleicht ein bisschen zu früh online gegangen. Also verzeiht es, wenn das jetzt noch ein bisschen dauert. Holt euch noch in Ruhe einen Kaffee. Ich denke mal, so eine Viertelstunde brauchen wir noch. Der lädt die Dateien da immer einzeln runter. Chrissy hat eine 1-Mbit-Leitung, also normalerweise. Oder 1-Gigabit-Leitung. Normalerweise geht das ratzfatz, aber naja, grad nicht. Etliche Files, ne? Der geht halt immer runter hoch, runter hoch. Also nur noch mal, um das nachzufragen, Chrissy. Du hast wirklich das Ja. so noch nie was von gehört, ne? Nö, jetzt bei dir wirklich das erste Mal. Also er weiß Sonst noch noch nicht gar mal wirklich, nicht. worum es geht. Das ist halt total geil, ne? Das ist wirklich völlig cool. Da bin ich echt gespannt gleich, ey. Entweder sagt er gleich, boah, was ist das für eine Scheiße, spiele ich nicht, dann geht der Stream gar nicht lange. Aber ich werde hier einfach mal mitnehmen und einfach mal so ein bisschen das Verse zeigen, was man da so machen kann. Vielleicht fliegen wir mal zu Jumptown, gucken uns das mal von oben an. Ich weiß gar nicht, es müsste auch gleich laufen. Bin mir aber nicht sicher, ich habe die Zeiten jetzt nicht im Kopf, aber es läuft eigentlich durch, ne? Ah ja, bisher. Ninetales ist, glaube ich, im Moment nicht, ne? Weiß das einer? Ich hoffe, du machst wieder gute Videos zu meinem. Ja, auf jeden Fall. Mining und Salvaging wird für mich das Thema. Also, sobald ich auf die PTU komme, wird ausprobiert, wie können wir scannen,
ne, wie ist es am effektivsten? Der Vergleich Salvaging zum Quantanium Minern. Einmal alleine, einmal Multicrew. Wo verdienen wir mehr Geld? Vor allem beim Salvagen ist es ja auch so. Mir ist, wenn man jetzt mal ganz doof sagt, überlegt man jetzt, hämmert mit 5, 6 Leuten eine Idris. Sprich, ihr fliegt da mit einer Reclaimer und 2, 3 Retaliator oder Eclipsen hin und macht eine Critical Threat. Bombt so eine Idris weg und habt dann 2 Hammerheads oder 3 Hammerheads plus eine Idris, die ihr salvagen könnt. Ich glaube, da habt ihr so eine Reclaimer ziemlich schnell voll. Ja. Ich bin da sehr gespannt. Also Salvaging wird, glaube ich, ein ganz, ganz großer Part und wird auch eine Möglichkeit sein, wo wir wieder richtig Geld verdienen können. Also, ja. Problem ist, die Vulture wird, denke ich mal, ich weiß es nicht, vielleicht kannst du mal da reinschreiben im Chat, die Vulture wird nicht für Alpha-UACs zu kaufen sein. Glaube ich nicht. Höchstens erst bei der 3.19 oder 3.18.1 oder so. Ich glaube nicht, dass sie am Anfang dafür rauskommt. Und die ist auch nicht ganz billig, glaube ich, ne? So. Glaube ich. Weiß das jemand? Xerox, du bist doch immer gut auf im Thema, weißt du das? Scheint nicht. Jo. Keiner weiß es. Also ich gehe da ganz stark von aus, dass das so ist. Und aber die Reclaimer ist draußen. Von daher wird das sowieso. Also ich glaube auch, dass die Vulture sich nicht wirklich lohnt. Ich glaube, da bist du mit der Prossi besser unterwegs. Weil ich glaube, die Vulture kann 12 SCU. Ein so ein Ding ist 8000 wert. Ja, bist du bei knapp 100. Und ich glaube, da bist du ganz schön lange am Salvagen, bis du da die 12 SCUs voll hast. Ich glaube, da bist du mit der Prossi besser unterwegs. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn du mit Multicrew auf der Reclaimer unterwegs bist, ich wage zu behaupten, dass das gut funktioniert. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man die Reclaimer nimmt. Dadurch, dass die Transportkisten ja transportabel sind, könnte jetzt der die Reclaimer inne hat, das müsste man dann mal testen, könnte sich dann schon ein zweites Schiff spawnen. Das ist ja mittlerweile auch möglich. Ihr könnt so viele, soweit ich das weiß, so viele Schiffe spawnen, wie ihr wollt. Die verschwinden dann nicht mehr, so wie es vorher war. Und ihr könntet dann zwei Schiffe ausführen, zum Beispiel eine C2 oder ich glaube, dass eine Taurus ganz gut wäre. Vielleicht läuft dann beim Cargo Refactor auch der Traktorbeam unten drunter. Und jetzt stellt euch vor, ihr packt euch da eine Taurus hin mit dem unteren Traktorbeam, schmeißt aus der Reclaimer immer die Kisten raus, anstatt die da drinnen zu stapeln. Und die Taurus zieht mit dem Traktorbeam sich die Kisten rein. Die wird dann vom Inhaber der Reclaimer geflogen und der bringt die Kisten immer weg. Das heißt, ihr habt dann nie das Problem, dass die Reclaimer bumsvoll ist, sondern ihr könntet halt zwischendurch eigentlich schon immer die Sachen zum TDD bringen. Und ich glaube, dann wird es halt irgendwann auch eine richtig geile Geschichte für Multicrew-Erlebnis. Also, dass man wirklich mit einer großen Gruppe von, was heißt große Gruppe, aber sagen wir mal 5, 6 Leuten, viel Geld verdient und dann auch zusammen agiert im Verse. Das wäre halt bei Star Citizen wirklich jetzt der Punkt, der so ein bisschen der Durchbruch für mich wäre. Ne? Ich würde es geil finden, muss ich zugeben. Hätte ich wohl Spaß dran. Aber das werden wir alles ausprobieren. Ich denke mal, morgen, übermorgen oder so wird die Wave 2 kommen. Dann geht es für mich direkt auf den PTU und dann werden wir das alles mal testen. Das machen wir dann auch live. Mache ich dann auch nochmal einen Stream. Vielleicht so Xerox oder andere Konsorten haben dann bestimmt Lust, da vielleicht mitzuprobieren und zu machen. Der Basti ist bestimmt auch dabei. Der fehlt uns hier noch im Stream, der kommt bestimmt nachher auch noch. Mein Telefon. Wartet mal kurz. Hi. Du hat sich schon erledigt. Alles gut. Ja, ich brauchte von Max Zugang, weil Chrissy einmal Star Citizen ausprobieren will.
Nee, alles gut. Passt. Grüß ganz lieb, ne? Bis dann. Ciao. Ja, hatten wir vorhin ein kleines Problem, weil der Account ist von meinem Sohn und dementsprechend auch auf seiner E-Mail-Adresse und dann Zwei-Faktor-Authentifizierung, ne, brauchst du den scheiß Code. Deswegen hat meine Frau angerufen, weil die nicht zu Hause sind. Deswegen rief die mich gerade zurück. Chrissy, wie sieht's aus? Wand sich noch. Ja, haben wir es ja gleich geschafft. Ja, wir kommen zum spannendsten Star Citizen Stream. Aber ey, wir haben noch keinen 30k gehabt im Hauptbildschirm. Marv. Ah, das ist eine schwierige Frage. Hm. Tatsächlich habe ich auch einen Account bei Twitch. Hab aber gemerkt, dass es eigentlich... Ja, für mich ist es eigentlich Quatsch. Ich könnte auf Twitch streamen, das dann rüberpacken nach YouTube und dann da online stellen. Aber irgendwie finde ich das alles auf einer Plattform geiler. Also sind ein paar Streams von mir, werden auch im Nachgang noch wirklich oft geklickt. Also die Klickzahlen sind da gar nicht so scheiße. Zumal, wenn man das mal in den Vergleich zu den Abonnenten packt. Leider ist es so, dass die Abonnentenzahl nicht zu den zur Watchtime und zu den Klickzahlen der Videos passt. Was mich ein bisschen deprimiert, weil ich versuche natürlich diese 1000 Abonnenten bei YouTube zu bekommen. Und das ist im Moment auch der Grund, warum ich eher bei YouTube bin. Ne? Also, ja, frohe Weihnachten. Das habe ich ganz vergessen. Frohe Weihnachten. Triple X. Habe ich echt vergessen. Sorry, Jungs, Mädels und diverse. Das hört ihr von mir auch nur einmal. Das sage ich nie wieder. Ja. Aber ich muss, kann ich euch gar nicht zeigen. Ich habe so geile Grinch-Socken an. Habe ich geschenkt gekriegt. Und das Problem ist, also mal, kriegt das hin? Aber die sind grün. Das heißt, ihr seht die im Stream wahrscheinlich gar nicht. Das funktioniert nicht. Ich bin nämlich der Weihnachtsstar, das ist ein Grinch. Ja, also mal auf ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen. Es ist schon geplant, auf Twitch auch mal ein bisschen mehr zu machen. Wie gesagt, der Account besteht auch schon. Ich habe da auch schon mal gestreamt, aber ja, im Moment ist einfach YouTube. Ich nenne es mal meine Heimat. Ich verdiene damit ja kein Geld. So. Ich hoffe, dass, wenn wir die 1000 Abonnenten dann irgendwann mal geknackt haben, dass man dann wenigstens mal so ein paar Kröten im Monat bekommt. Lass es 5 Euro sein, aber irgendwie ist das schon ein cooles Gefühl. Mal sehen, ich werde auch nicht von Star Citizen unterstützt. Ich glaube, das würde ich auch gar nicht wollen. Also, was ich begrüßen würde, ist, wenn Star Citizen irgendwann mal irgendwie so ein paar Schiffe zur Verlosung oder so mit reinhauen würde. Aber ich will kein Fanboy von RSI werden. Das will ich nicht. Also ich möchte schon sagen, wenn was scheiße ist, dass es scheiße ist. Und wenn was richtig scheiße ist, dann will ich auch sagen, dass es richtig scheiße ist. Und mir nicht hinterher von irgendeinem Developer anhören, ey, Alter, wir unterstützen dich, das kannst du nicht bringen. Ich unterstelle das keinem, ne? Nicht falsch verstehen. Aber die Freiheit möchte ich mir halt weiterhin nehmen. Also, das Spiel hat noch viele Probleme und ich glaube, dass wir nur mit Kritik in dem Game auch weiterkommen. Und wenn nicht wir die Kritik äußern, wer dann? Ich meine, ich bin der kleinste Streamer hier, was Star Citizen angeht, aber trotzdem glaube ich, dass auch wir kleinen Streamer da wichtig für sind, das Game A voranzubringen und auch ganz klar zu kritisieren. So. Wir verhämmern uns hier so ein bisschen die Zeit. Ich hoffe, das langweilt euch nicht. Ich denke mal, Chrissy, Zwischenstand, was sagst du? 10 noch. 10 Gigabyte, okay. Als wir angefangen haben, waren wir noch bei 70 oder 80. Also geht's gleich los. Bin echt gespannt, was du sagst, ey. Also wirklich. Bin auch mal gespannt. Ey, diese neuen Cola-Verschlüsse, ne? Ich weiß ja nicht, wer... Ernsthaft? Wie willst du denn daraus saufen, ey? Also. Man trinkt ja auch nicht aus der Flasche. Ja klar trinkt man aus der Flasche. So ein Scheiß, ey. Also, jetzt hast du hier immer so einen Bümmel dran, Alter. Doof. Was ist die Jungfrau? Wir dehnen die noch.
Der ist gleich fertig. Geht gleich los. Es waren noch 8 GB, aber noch 111.000 Files, ne? Das 111.000 Files. Weiß ja nicht, wie schnell der die gleich runterballert, den letzten Gigabyte. Das geht gleich zügig. Das geht gleich zügig. Flaschenkind. Ja klar, Alter. Dorfkind und Flaschenkind. Was ist los? Ich hab mich auch unrasiert hier und Haare nicht gemacht. Ey, mir ist das heute alles scheißegal, ey. Weiß grad nicht, wo mein Käppi ist. Ist mir auch wurscht. Jetzt müsst ihr mich heute so ertragen. Ey, ich hab den PTU-Zugang nicht. Ich bin ja kein Subscriber und zahle da nicht irgendwie 8, 9 Euro für nix im Monat. Das sehe ich im Moment irgendwie noch nicht ein. Von daher bin ich nicht in der PTU 1 Wave. Ich habe die angeschrieben, ob ich da als kleiner, popliger Streamer Zugang bekomme. Könnt euch denken, dass ich noch keine Antwort gekriegt habe. Es hat mich bis jetzt auch nie interessiert. Jetzt wird es mich interessieren. Aber ich kann nicht. Aber, so wie ich gehört habe, soll die Wave 2 diese Woche kommen. So, von daher machen wir dann schon. Freue ich mich auch brutal drauf. Hast du schon reingeguckt? E-Rock. Das ist scheiße mit der Latenz immer, ne? So ein bisschen. Ihr seid irgendwie 30, 40 Sekunden sehe ich den Chat, bevor ich darauf antworten kann. Durch die Latenz im Video. Naja. Wir kicken mal. So, ich denke mal eine Zigarette noch. Er hat jetzt keinen brandneuen Account, sondern er spielt auf dem Account von meinem Sohn. Den habt ihr ja auch schon ein paar Mal gesehen. Den nehme ich ja immer, wenn wir irgendwas ausprobieren. Und ich habe ihn jetzt auch nicht resettet. Das heißt, er wacht jetzt auf, ich denke mal Ark L1 oder so gleich auf. Aber das ist ja okay. Dann fliegen wir mal ein bisschen durchs Burst gleich. Ja, 2 GB noch. Aber halt 80.000 Files, mal gucken, wie schnell er die jetzt runterballert. Wave 1 ist schon einmal abgeraucht. Ja, die wird, also auch die Wave 2 wird mehrfach abrauchen, ne? Das ist bei Wave 1 ja ganz normal, dass die immer mal wieder die Server down schalten, weil sie irgendwas verändern müssen. Dafür sind die PTUs ja da. Finde ich auch ein gutes Prinzip, was die da machen. Also, dass es erstmal durch ein PTU geht, dann ein Open oder geschlossene PTU, Open PTU und das machen die schon ganz pfiffig. Ich hoffe einfach nur, dass die nächstes Jahr auch den Content bringen. Weil sind wir ehrlich, die haben uns gesagt, die 4.0 kommt, Oktober sollte die da sein, ne? Die 4.0. Wir sind jetzt im Januar mit der 3.18. Das ist immer so, was mich ein bisschen nervt. Die sollten sich mal langsam ein bisschen zurückhalten, was ihre Aussagen zu den Releases angeht, weil die stimmen halt nie. Und ich habe das Gefühl, dass der Zeitraum halt immer weiter wird. Vorher waren es mal ein paar Wochen, dass sie gesagt haben, okay, kommt im März und dann kam es im April. Jetzt ist es so, dass sie sagen, kommt im August und es kommt ein Jahr später. Also August stimmt dann schon fast wieder. Ne? So, Zwischenstand? 500 MB noch, aber 60.000 Files. Mal gucken. Dann geht's jetzt gleich los. Derzeit könnte er mal den Kanal abonnieren. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für mich. Würde mich drüber freuen. Abonnenten. Fehlt nicht mehr viel zu 1000. Man muss 4000 Stunden Watchtime haben und 1000 Abonnenten, um bei YouTube in den Creator-Status zu kommen. Wenn man sich das mal anguckt. Weil ich kann das hier nicht ändern auf dem Telefon.
Also, nur mal um einen Vergleich zu bekommen, wir haben im letzten Monat 2545 Stunden Watchtime gehabt. Ich habe das mal ausgerechnet, wir sind bei 16, 17 Minuten Watchtime pro. Haben wir doch schon. Ja, geil. Freut mich. Sind bei 16, 17 Minuten durchschnittlicher Watchtime pro Klick. Das ist richtig gut für YouTube. Also, wenn man sich das mal mit den ganz großen YouTubern anguckt, die da im Sekundenbereich unterwegs sind pro Klick, ist das schon, kann ich mich echt nur bei euch allen bedanken. Das ist richtig, richtig stark. MB noch. 8 20.000 MB. Falk. Ja, die gehen jetzt ganz langsam runter. 8 MB und 20.000 Files. Damit 13.000. jeder. 11. Ja, guck mal. Gleich fertig. Jeder Laserschuss wird da gerendert. Schau mal. 5.000. 4. Ja, sobald er gleich das Spiel gestartet hat, werde ich euch das im Stream anpassen, dass ihr seine Sicht auch seht. Werde ich dann unten rechts einblenden. Das müsste eigentlich funktionieren. Das testen wir gleich mal. No, Launch. Schauen wir mal. Jetzt geht er los. So. Und ey, schreibt in die Kommentare oder in den Chat mal rein, was wir ihm zeigen sollen. Es ist ja nicht nur so, dass ich ihm das jetzt hier zeigen muss, sondern ihr könnt ja mal sagen, ey, zeig ihm mal das oder flieg doch mal dahin oder spawn mal das Schiff oder ne, was ihr halt auch vielleicht mal sehen wollt. Wäre geil. Ey, Adrigo, da bist du ja genau richtig heute. Weiß nicht, wann du angemacht hast. Also der Chrissy, der jetzt gleich oder jetzt gerade im Begriff ist, das Spiel zu starten, der kennt das gar nicht. Der hat noch nie von Star Citizen gehört. Und wie ist das mit den Kosten? Okay, da können wir mal kurz drauf eingehen. Ist auch für den Chrissy dann vielleicht ganz interessant. Die Kosten halten sich eigentlich im Rahmen. Man hört immer viel über, die Schiffe sind so teuer und dies und das. Also, ich erkläre es gleich auch nochmal in-game, peu à peu, aber mal ganz kurz zusammengefasst. Im Moment liegt, glaube ich, die günstigste. Warte mal. Genau. Also, ich fasse es mal kurz zusammen. Du musst ungefähr 40, 50 Euro ausgeben, um ein Starterpaket mit einem Schiff zu kaufen. Du brauchst ein Starterpaket. So, im Moment wäre das, ich glaube, das günstigste ist im Moment die Cutter. Was du da nimmst als Starterschiff, ist eigentlich völlig egal. Ich lade mal hier gerade nebenbei den Chrissy ein, der ist jetzt nämlich online. Ja, ich gucke gerade noch nach Settings. Ja. $44, genau. Okay, super. Danke. Krass. Ja. Also, so viel wie ein normaler AAA-Titel. Das reicht. Mehr brauchst du fürs erste Jahr definitiv nicht, weil du kannst in-game mit in-game-Währung alles kaufen. Und wenn du dir zum Beispiel meine Videos anguckst, dann wirst du sehr schnell sehen, dass du in-game sehr schnell Geld verdienen kannst. Und das Wo heißt kannst du also, das Spiel sehen? ja, warte mal, gucken wir jetzt mal. Und kompliziert, muss ich ihm recht geben, ist es wirklich. Auf den ersten Blick vielleicht schon, aber wenn du zum Beispiel bei uns auf den Discord-Server kommst, du findest immer neue Leute und alte Leute und die älteren Leute, also nicht vom Alter her, aber von der Spielzeit her oder auch meiner einer, wir nehmen die neuen Leute immer mit und zeigen denen alles, bis sie es verstanden haben. Und du wirst nirgendwo eine bessere Community finden. Also dieses Toxische, was du in anderen Games findest, das ist in Star Citizen äußerst selten. So, jetzt gucke ich mal, ob wir das hier hinbekommen, dass ich euch den Dings hier mit drauf. Packe. Plus.
Der sagt mir hier auch noch, dass meine Friendlist gelockt ist. Select a primary residence in the persistent universe. Oh, geil, dann haben wir dich doch resettet. Warte, machen wir gleich zusammen. Gib mir gerade jetzt macht das hier wieder nicht. Warte, gib mir gerade eine Sekunde. Im Moment sehe ich den Stream noch nicht. Das liegt aber, glaube ich, an mir. Ich muss den erst anklicken im Discord. Ja, das mache also ich meinen jetzt. Namen. Das mache ich jetzt. Boah, ich habe hier so viele Fenster auf jetzt, ne? Stream anschauen. So, jetzt sehen wir das, was du da machst. Genau. Das war das Falsche verschoben. Muss man nur Bescheid sagen, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die ich nicht zeigen darf oder sonst was. Ich Du weiß kannst das alles nicht. zeigen. So, jetzt sollte man das sehen. Ja, sieht's. Tipp in Discord kann man Server in. Ach so, ja, danke. Das ist aber schon okay so. Ich bin nicht auf so viel Discord-Server. Ganz kurz hier mal durchgucken. Okay, so. Jetzt nimmst du als Persistent Universe. Jetzt zieh ich dich mal ganz kurz hier groß. Schwer. Also, du gehst jetzt auf Persistent Universe. Ja. Also auch jetzt für alle, die neu sind, so fängt man hier an. Nimmst jetzt einfach einen Charakter, das ist einfach Accept und scheißegal. Na gut, ist noch ausgegraut. Machen wir so. Ja, jetzt kannst du einfach Accept. Genau, Save. Select System. Denden. Das ist das einzige System, was wir im Moment haben. Da kommen auch viele dazu. Und Location nimmst du bitte Area 18. Und. Warte. Als Primary Resource, genau. Confirm, ja. Ne? Genau. So, jetzt gehst du schon rein und ich werde dir nachjoinen. So. Kurz den. Jetzt sehe ich den Chat wieder. Und ich joine dir nach. Ja, Kippen holen war ich heute schon mit dem Roller. Ach, scheiße. Sorry. Warte mal, das kann ich bestimmt gerade noch ändern. Ach so, da war ja, ja, klar. Was ist jetzt hier gerade? So, ist aktualisiert. Ja, das wir haben auch eigentlich eine permanente. Das war nur eine, die ging direkt auf den Channel. Die letzte Einladung. Da ging es in den Live-Channel rein. Jetzt hast du eine neue drin. Die wird zwar auch ablaufen, aber habe ich jetzt nur auf der Stelle einmal rausgesucht. So. So, jetzt werde ich einmal ganz kurz mir ein Schiff holen. Obwohl, ich kann jetzt einfach so mal gucken, wie wir das am besten machen. Jetzt mal auf dem Discord zu. So, du bist jetzt in deinem. Boah, ich
muss das ein bisschen leiser machen. Du bist jetzt in deinem Hotelzimmer im Prinzip. Mal eben was gucken. Ich habe leichte Ruckler. Ja, das ist normal. Deine Shader. Nein, nein, brauchst du noch nicht. Deine Shader laden sich gerade neu. Das dauert jetzt so 3-4 Minuten, bis das losgeht. Also du bist jetzt in deinem Hotelzimmer. Und ja. So, oben mit da rüberfliegen, was schön schnell geht, immer die Hurricane. Und kannst jetzt mal aus der Tür rausgehen. Mit F bedienst du die Flächen. Also da ist jetzt links eine Tür. Ne, links. Ja. Na, und da musst du auf das grüne Ding draufdrücken. Musst ein bisschen näher rangehen. Und dann einfach nur einmal F drücken. Genau, dann kannst du da raus. Und musst den Aufzug, also den Elevator suchen, um nach unten zu kommen. Erstmal eine Cola holen? Nee, das funktioniert noch nicht. Das kommt noch. Leichte Ruckler. Also du sagst, das geht ja. Ja, das dauert ein bisschen. Das dauert so 5 Minuten. Und so richtig sehr rucklerfrei ist das Spiel sowieso noch nicht. Das muss man dann alles mal in Ruhe einstellen. Das frisst halt schon Hardware-Ressourcen ohne Ende. Aber da gewöhnst du dich dran. So, wo soll ich denn hinkommen? Gehst du jetzt mal Ground Floor? Ich mach das so. Mal ein bisschen lauter bei mir. Ja. So, du bist jetzt auf einem der 4 Capital-Planeten. Was Area 18 auf A-Corp, New Babbage auf Microtech und Lorville auf Hurston und Orison auf Crusader ist. Ne? Das sind so die 4 Main Capital Towns, also die Hauptstädte. Das Stanton-System ist halt aufgeteilt auf diese 4 Firmen und diese 4 Firmen teilen sich halt Stanton und haben halt in ihren Bereichen halt das Vorrecht auf die Ressourcen und bauen die halt ab. Ne? So musst du dir das ganz grob. Er ist auf Ark, genau. So, in diesen Capital Towns, ich komme jetzt gleich zu dir und machen wir einmal eine Runde. Da kannst du dir Sachen kaufen. Schiffe kaufen, du kannst dir, also da jetzt gerade, doch da auch. Ich sehe schon hier so einen Waffenladen. Genau, kannst dir Waffen kaufen. Das geht aber auch nicht überall. Ne? In Hurston zum Beispiel kriegst du keine Waffen. Die sind halt eher friedlich unterwegs. Also auch jedes System im System hat so seine eigenen Präferenzen. Sprich, ist sehr friedlich oder ist auf Mining aus oder. Oder ist halt so ein bisschen, ja, wo halt die Bösen sich rumtreiben, das ist dann eher im Crusader-System oder bei Crusader, wo dann Grimhex ist, das ist halt eine Piratenstadt, da können wir auch gleich mal hinfliegen. Also so war es alles. Na, und ich komme jetzt halt angeflogen. Genau, da hast du dein Hutch schon, dein Mobiglas, ist halt auch nicht so schwierig, hast du dein Mobiglas aufbekommen, da siehst du halt deinen Lebensstatus, Vehicle Loadout Manager, kannst du deine Schiffe, die da jetzt geparkt sind gerade, umbauen. Du kannst, wenn du mal I drückst zum Beispiel, also im Discord findest du uns jetzt gerade nicht, weil wir jetzt gerade zu zweit unterwegs sind. Manchmal mache ich einen offenen Livestream, manchmal einen geschlossenen. Hier würde ich jetzt halt eigentlich erstmal mit Chrissy so alleine sprechen, sonst wird das hier zu durcheinander. Aber in der Gruppe 1 im Talk, das ist glaube ich gerade 3-4 Leute. Aber klar, kannst du fragen, immer.
Na, vielleicht, also wir können vielleicht mal so eine halbe Stunde oder Stunde machen wir den mit Sicherheit auf, dass dann auch der Rest vom Stream reinkommen kann. Aber jetzt gerade so zum ersten, für die ersten Minuten, denke ich mal, macht es Sinn, wenn wir jetzt erstmal zu zweit sprechen, weil wenn einer schon ein bisschen erfahrener ist, dann versteht Chrissy gleich gar nichts mehr, worüber wir hier reden. Genau, das sind so die Sachen, die Max halt schon hat. Normalerweise startest du halt mit gar nichts, ne? Du hast halt alles, was du da siehst, hast du halt im Normalfall nicht. Ne? Das ist jetzt alles, was er schon mal im Verse gesammelt hat. Und, genau. So, jetzt bin ich hier so abgelenkt. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Weltraumhafen ist. Achso, warte mal. Ich lade dich mal ganz kurz ein. Dann kann ich dir mal was Witziges zeigen. Ja. Bei Tupati. Jetzt müsstest du einmal Ü drücken. Und gedrückt lassen. Ü, genau. Jawohl. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich dich finde. Dann zeige ich dir die erste Besonderheit in Star Citizen, aber ich finde dich gerade nicht. Doch, da bist du. Da oben ist es. Also mal gucken, ob ich da hinkomme. Und wie weit er mich ranlässt. Ist das jetzt laggy bei mir? Ja, weiter lässt er mich nicht ran. Na, aber ich könnte jetzt rein theoretisch sehr nah ranfliegen, sodass du mich siehst. Ich kann das mal gucken. Ja, ich sehe ja, wie sich dein Name da ja auch bewegt. Naja, warte mal, ich guck mal gucken. Ich flieg mal über dich rüber. Mal gucken, ob du, wenn du nach oben guckst, müsstest du mich dann sehen. Nee, er lässt mich da gar nicht ran. Ich hab mal versucht, allein zu kommen, aber es funktioniert nicht. So, ich hoffe, ich zerschelle jetzt hier nicht irgendwo an den... Der Autopilot fliegt mich hier sehr nah ans Gebäude. So, jetzt fliegen wir mal zum Raumhafen und dann komme ich mal zu dir runter. Ey, ich habe hier 15 FPS, ne? So, wo ist der scheiß Raumhafen? So. Das war eine Landeerlaubnis. So. Boah, das ist so laggy gerade bei mir, dass ich hier schon fast abstürze. So, jetzt komme ich mal zu dir. Hätten wir auch besser vorbereiten können, aber egal. Egal, egal. Ja, könntest du. Also ich habe das jetzt nicht ausgeschaltet, aber wir machen den nachher schon frei und dann können wir uns gerne noch ein bisschen unterhalten. Aber ansonsten unten in der offenen Gruppe, genau, wo Xerok jetzt auch drin ist, da könnt ihr immer gerne rein. Die freuen sich. Da sind auch 1, 2, 3 Leute bei, die echt recht frisch auf dem Server sind. Also da seid ihr nicht alleine. Xerok ist schon ein bisschen länger hier. Aber die anderen drei sind auch erst eine, also die zwei, glaube ich, seit heute und einer ist, glaube ich, jetzt seit einer Woche bei uns. Da habt ihr, da könnt ihr in Ruhe quatschen, ein bisschen miteinander spielen. Let's go.
Genau. Die sind, glaube ich, gerade am Minern. Also, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Quant zu minern, die probieren sich da auch gerade aus. So, ich warte jetzt hier gerade auf die Straßenbahn. Und dann beginnen wir unsere Reise durchs Verse. Kannst du bei F2 drücken, wenn du magst, Christian? Sei übrigens vorsichtig, dass da nirgends so reinglitscht, da stirbt man schnell mal. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, wenn du stirbst. So, das ist die Star Map. Ne? Du siehst unten rechts Ja. Ark, dann links ist Crusader, rechts von der Sonne ist Hurston. Genau, und da sind dann halt noch mehrere Planeten drumherum, die alle eine Besonderheit haben. Das heißt, jeder Planet halt ist halt für irgendwas anderes gut oder bei irgendwelchen Sachen halt total schlecht. Es gibt heiße Planeten, kalte Planeten. Es gibt Höhlensysteme, wo du reinlaufen, reinfliegen kannst. Verschiedene Ressourcen auf verschiedenen Planeten, also auf verschiedenen Monden vor allen Dingen, die man abbauen kann. Abgestürzte Raumschiffe, die du erforschen kannst. Und. Wenn du auf deinen Contract Manager gehst, das ist dieses vierte Zeichen von rechts. Ja, genau. Da findest du halt Aufträge, die du machen kannst. Das heißt, du kannst anfangen mit Delivery-Missionen. Das heißt, du spielst im Prinzip DHL-Boten, fliegst Pakete durchs Verse. Du kannst Bounty Hunten machen. Du kannst irgendwelche Maintenance-Aufgaben machen. Das heißt, da musst du vielleicht irgendwas reparieren, irgendwo hinfliegen, irgendwas reparieren oder irgendwo bei helfen. Investigation, da musst du Leute suchen. Da ist dann irgendjemand in der Höhle zum Beispiel verschwunden, den du. Ja. Ja, da gibt es halt ganz viele verschiedene Dinge. Und du kriegst halt dann, je nachdem, was du machst, kriegst du eine Reputation bei der einzelnen Fraktion. Und kriegst dann halt immer bessere Aufträge, wo du immer mehr Alpha-UCs verdienst. Ne, da brauchst du jetzt auch noch nichts von annehmen. Na, wir machen gleich mal irgendwas, ich suche mal was raus. Dann gucken wir uns mal ein bisschen was an. Du kannst jetzt super friedlich durchs Verse fliegen oder halt super aggressiv. Ja. Ne? So, Hab aber ich es schon gibt auch. gesehen, das ist hier mit Waffen und weiß ich nicht was. Mal gucken, Ja. was hier so abgeht. Ich glaube, da vorne rennst du irgendwo. Ich komme jetzt zu dir. So, Ark ist halt so die einfachste Station oder die einfachste Stadt. Ne, die hat nur eine Position. So, Mahlzeit. Ne? Ja. Du. Was? So. Ja. Ne, also mal als Beispiel, komm mal mit. Hier sind halt überall so Geschäfte versteckt. Als Beispiel, so für alle Neuen. Ist es halt auch ganz interessant, hier mal zu gucken. Genau. Kommen wir hier mit rein? Aua. Na, hier zum oben ist zum Beispiel jetzt das Center Mass. Hier kann man. Waffen für Schiffe kaufen zum Beispiel. Ne? Sieht dann hier so Ja. aus. Ne? Sowas ist halt überall so ein bisschen versteckt und das musst du halt wissen, wo das ist. Also das ist halt nicht so, dass du das einfach, dass das ausgeschildert ist, sondern es ist halt wie in echt. Entweder googelst es oder du suchst halt. Und das ist halt so ein bisschen, na, ein Dome. Das ist halt alles so ein bisschen anders als bei anderen Spielen. Also hier ist wenig erklärt. Du musst hier essen, du musst trinken, du musst dir die Sachen selber zusammentun. Also diese Lernkurve, die du bei Star Citizen hast, da musst du halt was für tun. Das wird dir ja nicht in eine Wiege gelegt, ne? Ja, ich merke das schon. So. Also es ist ein sehr erklärbedürftiges Spiel, aber du findest auch immer Leute, die dir das sehr gerne erklären. Und das ist halt wirklich. Wenn du jetzt hier zum Beispiel reinschreiben würdest, oh Scheiße, ich habe nicht genug Kohle, ich will mir das und das kaufen,
Dann kannst du davon ausgehen, dass dir irgendjemand sofort Geld schickt. Das findest du in keinem anderen Spiel. Ja. Hier zum Beispiel ist eine Trading-Konsole. Hier kannst du Sachen kaufen und verkaufen. Zu kaufen gibt es hier wahrscheinlich nichts. Gibt es nichts? Oh. Warte mal, zu kaufen gibt es hier was? Wahrscheinlich nur Müll. Ja, Scrap und Waste. Also Schrott und Müll kannst du kaufen. Kannst du auch lassen. Das kann man dann halt auch irgendwo hinbringen. Kann man ein bisschen Geld mit verdienen. Ist aber alles Pillepalle. Und gehen wir hier einmal ganz kurz durch. Und dann machen wir mal so den ersten Trip durchs Verse. Na, hier auf der linken Seite wäre jetzt die Börse. Das TDD. Da wird oft drüber gesprochen. Viele wissen nicht, was das ist. Na, das ist die Börse in Star Citizen, wenn man hier reingeht. Ist auf jedem Hauptplaneten ist eine. Und hier kannst du halt alles verkaufen, was du gemeinert hast zum Beispiel. Ne? Das kannst du hier in den Terminals dann halt verticken. Ja. So. Ja. Also einfach merken, hier kann man Sachen kaufen. Hier kann man sich auch heilen. Wenn man jetzt verletzt ist, kann man hier vorne, ne, Empire ist das Krankenhaus. Kann man ins Krankenhaus gehen und sich da heilen lassen. Aber jetzt machen wir erstmal das, wofür Star Citizen ja lebt und lebt. Ist mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen. So. Boah, ey, das läuft bei mir auch echt laggy. Aber das ist auch geil, ich habe was gefunden und das werde ich die nächsten Tage mal ausprobieren. Wenn das funktioniert, mache ich da auch ein Video drüber. Es soll eine Möglichkeit geben, wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat, seine Leistung um ungefähr 30-40% zu verbessern. Das werde ich morgen mal testen oder vielleicht heute Abend noch. Ist bei mir im Moment noch so ein bisschen... Jetzt generell für das Spiel oder meinst für alle Spiele. Nee, für alle Spiele. Okay. Genau. Da muss ich aber noch ein bisschen rumtesten. Bei mir ist das ein bisschen doof, weil ich zum Beispiel auf Nvidia Broadcast eigentlich angewiesen bin. Da müsste ich mir dann noch eine Alternative suchen, weil das wird danach nicht mehr funktionieren. Aber ich bin gespannt. Ich habe jetzt kein Ticket gekauft, ne? Nee. Oh, das ist umsonst hier. Versteck mich hier irgendwo. Ja, mach das. Was ist denn hier los, Mensch, doofe. Wir beide kennt euch, ne? Ja, das ist jetzt ein Medpen, den du in der Hand hast. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich auf einmal was in der Hand. Wenn du, ja, ist auf C. Wenn du R gedrückt hältst, nimmt er den weg. Ah. Ich laufe echt mit 16 FPS, ne? Das ist wirklich. Das ist wirklich, wirklich scheiße. Die Qualität schon auf Medium, ey. Ja, ich bin auch direkt auf Medium runter. Das ist halt Star Citizen im Moment noch, ey. Läuft im Moment auch wieder schlechter, habe ich das Gefühl. Aber gut, ich habe OBS noch am Laufen, die ganze Kameratechnik etc. pp. Das ist natürlich... Das zieht, also es nimmt mir locker 15 FPS weg und das ist halt so genau das, was es halt ausmacht, ne? Kann ich dir gerade nicht folgen, Straß. Was meinst du, was du benutzt hast? Ich habe eine 3080 und ein 10900K Intel. Also eigentlich, ne? Eigentlich auf einer M2 SSD, eigentlich sollte das funktionieren. So, hier hast du jetzt deine Schiffsterminals. Und da kann man sich seine Schiffe holen. Jetzt überlege ich, was wir dir mal zeigen. Schauen wir mal. Please visit us again.
jetzt allerdings auch nur eine hier, ne? Ich kann da sogar dein Bildschirm sehen, wenn du da drauf bist. Ja, das ist hier so. Ja, komm, wir fangen mal gleich mit dem Riesenschiff an. Weil die gerade da ist. Mit der Hurricane, das Fliegen ist kacke. Ja, das ist halt diese Detailverliebtheit, warum Star Citizen halt von vielen... DLSS meine ich nicht. Nein, ich meine tatsächlich was ganz anderes. Das ist, im Endeffekt geht es darum, den Nvidia-Treiber zu verändern. Weil Nvidia mit den ganzen Nvidia-Containern dahinter und der... Also die berechnet viel im Hintergrund, was eigentlich nicht nötig ist. Und da gibt es eine Möglichkeit, das alles auszuschalten. Aber ich werde das jetzt ausprobieren, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, wird es nochmal in den nächsten 2-3 Tagen ein Video geben. Versprochen. Ist auch nicht in 2 Sekunden erledigt. Du musst ein bisschen aufpassen. Du bist im Moment immer am Rennen. Und wenn du in Leute reinrennst, kriegen die Schaden. Ja, und Schaden bekommen ist scheiße, weil dann kommst du in den Knast, wenn du Pech hast. Wenn du mich jetzt zum Beispiel so verletzt, dass ich umfalle oder den anderen Spieler, dann gehst du ins Gefängnis. Hat keiner gesehen. Mhm. Oh, das ist jetzt im Moment. Das ist im Moment der größte Transporter. Also das größte Schiff mit dem größten Laderaum. Ja, es ist aber noch bei weitem nicht das größte Schiff im Verse. Gucken, ob sie die Rampe gefixt haben. Sieht gut aus. Ja. Wahrscheinlich muss ich hier auf alles aufpassen, dass ich nicht drunter stehe und Nö, das geht. Das geht. Also, ja, schon. Solltest du nicht. Was will er denn jetzt hier? Wer ist das? Das ist bestimmt C-Rock, oder? Ja, klar ist das C-Rock. Du Arsch. Hab ich doch schon gesehen, ey. Weiße Frau kann nur C-Rock sein. So. Die kannst du vorne und hinten zum Beispiel aufmachen, ne? Kannst du halt durchladen. Hier, der Stream-Sniper. Krass. Nicht schlecht. Du, ja, ich werde es testen. Jetzt am besten noch gar nicht spoilern sollen. Ja. Also hier kannst du jetzt zum Beispiel Panzer reinfahren, die gibt es nämlich auch in dem Spiel. Oder Bodenvehikel. Ja. Kommen wir wieder zu hier, die Hütte. So, dann gehen wir mal auf die erste Etage. Dafür holen wir uns den Aufzug. Xerox haben wir eingesperrt. Kann er jetzt dein Schiff bedienen, also Aufzug rufen, oder kann er jetzt gar nichts? Teilweise ja, teilweise nein. Er könnte jetzt... Ich weiß gar nicht, ob er durch die Dings durchkommt. Wenn wir die locken, nicht. Also wenn ich was abschließe, kann er dann nicht mehr durch. Aber er ist rausgegangen. So, hier hast du jetzt so Compartments zum Beispiel. Da wird es jetzt bald so sein, dass die Sachen kaputt gehen, während du fliegst. Also je größer das Schiff, desto weniger Möglichkeiten wirst du haben, das Schiff alleine zu fliegen. Weil dann immer irgendwas kaputt geht, entsteht ein Feuer, dann musst du Feuer löschen und. Na, aber um mal zu zeigen, was hier so... Na, guck mal. Hier sind dann hinterher so die Aufenthaltsräume in den Schiffen, weil es werden dann teilweise auch lange Reisen gemacht werden müssen, um in andere Sternsysteme reinzukommen. Das heißt, du bist dann schon ein bisschen was länger in dem Schiff unterwegs. Ja, und dann brauchst du auch diese Compartments, weil auch schlafen und kacken und so ist halt auch irgendwann. Ne, hier ist jetzt zum Beispiel ein Klo. Ne? Ja. Klo, Dusche und so weiter. Das wirst du auch bald nutzen müssen. Das wird auch nicht mehr so lange dauern. Wenn's drückt, muss raus, ne? So ist das. Ah. Ne, alles gut.
Dann kannst du dich auch wieder mit F, ne, kannst du wieder interagieren, kannst du auf den Co-Pilotensitz setzen. Alles auf High und Server wechseln. Das erklären wir mal, Triple X. Also ich habe jetzt gerade die Startfreigabe angefragt. Noch will er nicht. Ah ja. Ist schon offen. Fliegen wir mal nach Arc L1. Das ist meine Homebase. Ja. Da kannst du dich dann auch gleich mal einloggen. Und dann machen wir gleich mal irgendeinen Auftrag. Also wenn du stirbst, du kannst dir eine Redock-Position halt wählen, wo du aufwachst, wenn du tot bist. Ja, das zeige ich dir gleich mal. Wir müssen jetzt erst aus der Atmosphäre raus, damit wir, ich sag mal, den Warp-Antrieb benutzen können. Da oben links hast du so ein, oder oben rechts hast du so ein Zeichen, wo steht, dass wir im Monitored Space sind. Das heißt, alles, was hier passiert, hat zur Folge, wenn du jetzt hier einen abknallen würdest, was hier geht, kannst du machen, ne? Dafür kriegst du dann aber ein sogenanntes Crime Stat. Und das kannst du zwar, wenn du dich an eine Konsole, an eine spezielle Konsole bewegst, kannst du das hacken, dass das wieder weg ist. Ist aber auch nicht so ganz einfach. Aber ab einem gewissen Level an Crime Stat kann dich jeder auf dem Server jagen. Und kriegt dann Geld dafür, ja, wenn er dich abknallt, ne? Jetzt ist das Zeichen weg. Jetzt sind wir im sogenannten, da steht auch Comlink Lost. Jetzt sind wir im Unmonitored Space. Wenn du hier einen umbringst, interessiert es keinen. Ja, also es ist immer so eine Blase um die Infrastruktur, also um die Raumstation, um die Planeten. Es ist immer so eine überwachte Zone, wo halt deine Handlungen auch Folgen haben. Du kannst diese Cam Rays aber auch ausschalten. Dann könntest du auch jemanden umbringen da. Ne? Also wenn du jetzt das Camera ausmachst, kannst du dich dann um das Camera drum verhalten wie der letzte Assi und es hätte keine Folge. Aber wie sieht das denn aus hier mit den ganzen Schiffen und so? sag mal, man muss ja was tun, um einen zu kriegen. Ich sag mal, jetzt kommt einer und greift mich an und zerstört das Ding. Ist es dann weg oder? Nein. Das denken auch immer viele. Im Moment ist es halt noch so, dass die Schiffe automatisch versichert sind. Das wird auch noch eine ganze Zeit lang so gehen. Das heißt, du gehst dann an deine Konsole und kannst dann dieses kaputte Schiff claimen. Je nach Größe dauert das dann. Das geht von ein paar Sekunden bei einem kleinen Schiff. Das ist halt eigentlich instant da. Und so eine C2... So eine C2 wie die jetzt hier dauert, glaube ich, 25 Minuten. Das kannst du dann das kannst du mit Geld dann noch, also mit Ingame-Währung, kannst du das noch beschleunigen. Dass das ein bisschen schneller geht, aber hier bist du, ich glaube, 10 Minuten, 8 Minuten, 7 Minuten, irgendwie so dauert es dann, bis du die halt hier wieder spawnen kannst. Ist aber beim Anfänger eigentlich zweitrangig, weil deine kleinen Schiffe, die sind halt eigentlich instant wieder da. Ja, das ist nur ein Franzosenfalls irgendwie. Was weiß ich, ein Unfallbau, weiß er nicht. Passiert. Gegen Steinfliege. Und dann da nicht so extrem vorsichtig sein. Bro. Nein, nein. Kannst nichts kaputt machen. Jetzt holen wir uns wieder eine Landeerlaubnis. Tatsächlich 15 FPS, ey. Ich
Weiß gar nicht, wo kann ich mir die denn anzeigen lassen? Ja, und auch die Spritkosten zum Beispiel, die sind halt von Größe zu Größe des Schiffes unterschiedlich. Ja, also größeres Schiff verbraucht oder ja, verbraucht mehr Treibstoff, dadurch auch teurer, und du kannst dann auch noch die Komponenten in den Schiffen austauschen, dass du halt einen schnelleren Quantum Drive, was der Warp-Antrieb wäre, einbaust und du kannst die Schildgeneratoren ändern, die Powerplants, alles. Das ist schon sehr in der Tiefe. Wenn wir dich gleich mal irgendwie in ein kleines Schiff reinpacken, dann kannst du gleich mal fliegen. Upp. Irgendwo angeeckt. Dann wird nochmal irgendwo angeeckt. Alter, wo hängen wir denn dran? Ist doch gar nichts. Mich verarschen? Irgendwo hängen wir. Okay. Okay, nicht schön, aber selten. Ja, wie stehe ich jetzt auf? Javelin. Oh, Javelin wird gut. Z. Einfach Z drücken. Oder kurz gedrückt halten. Dann Ah. gehst du aus allen Sachen wieder raus. Das ist jetzt halt so ein typisches Cargo-Schiff, ne? Also hiermit transportiert man eigentlich Sachen. Du kannst hier halt überall Sachen kaufen im Verse und dann woanders wieder verkaufen. Und da gibt es extra dann Programmseiten für, wo du dir das ausrechnen kannst, wo du am billigsten kaufst, wo du am teuersten verkaufst und so weiter und so fort. Du kannst halt traden. Lohnt sich allerdings im Moment leider noch nicht. Also der Benefit ist eigentlich für das Risiko, was du hast, zu klein. Aber man könnte auch damit Geld verdienen. Die 98 ist fast 60 Minuten. Ja, genau. Die dauert. Wir können gleich mal den Carrick spawnen. Das ist so das größte Schiff, was ich habe. Um nochmal ein paar Größeneindrücke zu bekommen. Kannst ja mal deine spawnen. Das könnte man mal machen. Kann ich machen. Du hast eine 100 Eye. Hobby. So, das ist Ark L1, das ist so eine Mining-Station, ne? Hier kannst du halt. Hier treffen sich im Normalfall die Miner, also die Bergbau betreiben. So, komm mal mit. Ja. Jetzt wirklich erstmal heute nur die Basics. Hier könntest du dich ein, musst du jetzt nicht machen. Hier könntest du dich, oder wir können es mal machen. Drück mal drauf. Dann kriegst du einen Raum zugewiesen. Kommt sofort. Du hast Raum 11, ich habe Raum 4. So, den musst du jetzt suchen. Mal gucken, wo Raum 4 ist. Ist Raum 11, ich glaube, der ist links. Hier war wieder der hier, genau. Wie nennen die Nummern? Oben rechts. Da dieses Schild oben an der Wand. Das ist einfach nur schwarz. Bei dir ja, ne? Meine Einstellung. Ah, hier ist 11. Guck mal. Glück gehabt. So, jetzt legst du dich auf das Medbett. Und jetzt geht deine, also deine Gesundheit wird jetzt wieder hochgezogen auf 100% oder 99, 100 und kurz warten. Gehen wir auf Regeneration. Jetzt sagst du unten Transfer Imprint und damit ist es jetzt so, dass dein DNA Ausdruck jetzt hier hinterlegt wird. Das heißt, wenn du stirbst, dann wachst du hier auf. Du kannst ihn aber auch jederzeit dann hier resetten, dass er wieder zu deiner Mainstation, also zum Planeten runtergepackt wird. Und jetzt wäre es halt so, einfach mit Z kommst du wieder raus.
Wenn du jetzt stirbst, dann wachst du hier wieder auf. Verlierst alles, was du dabei hast, aber wachst hier wieder auf. So, und du hast jetzt halt wieder Essen und Trinken auf 99% voll, aber da du noch nicht lange wach warst, ist das alles egal. I oder Exit, genau. Ja, ja, das Terminal gibt's, aber ich wollte dir einmal zeigen, wie man sich auch aufs Bett legt, wenn er sich mal heilen muss. Im Normalfall kannst du deinen Imprint einfach hier an den Terminals. Guck mal. Ne, hier sind die Regeneration Terminals. Da kannst du das dann abkürzen, wenn du dich jetzt nicht ins Bett legen willst, kannst du einfach reinlaufen und hier deinen Imprint setzen. Ne? Ja. So. Jetzt ist es im Normalfall so, dass du mit einem Mining-Schiff zum Beispiel rausfliegst. Und dann hast du Material, also Erz, aufgesammelt. Und dann gibt es verschiedene Stationen, so wie diese hier. Die haben eine Raffinerie. Ja. Kann man jetzt runterfahren. Und dann sind wir in der Refinery Station. Ja. Boah, hier wird jetzt halt Metall geschmolzen. Es gibt zig verschiedene Metallsorten, die man ernten, minern kann. Ja, und die kann man dann hier oben halt in die Raffinerie packen. Dann werden die raffineriert und wenn es raffineriert ist, dann ist das Zeug im Prinzip fertig. Kannst bei mir mal mit auf dem Schild, auf dem Dings gucken, genau. Ne, ich meine nur Quantanium, was das teuerste Material ist im Verse. Und das ist jetzt hier schon fertig. Das ist, ne, ist die Work Order completed. Und das könnte ich jetzt in ein Schiff reinpacken, so wie in die C2. Würde das runterfliegen zur Börse, verkauft das da und hätte dann wieder 2-3 Millionen Alpha UCs mehr auf dem Konto. Lassen wir aber jetzt erstmal drinne. Oder du kannst es auch direkt verkaufen, da gibt es aber nur die Hälfte an Kohle. Ja, ja. Und dann hast du bei den Refinery Stations hier unten immer die Möglichkeit, dir halt Sachen fürs Miner zu kaufen. Es gibt FPS-Miner, das heißt, dass du zu Fuß unterwegs bist, in irgendwelchen Höhlen, ne, und dann da Diamanten suchst. Dann gibt es die Möglichkeit, mit einem Rover, also wie so ein Mondlandefahrzeug, über den Planeten zu fahren und aus dem Auto raus zu minern. Das sind dann so die Brocken, die jetzt hier vor dir liegen. Ne, diese kleinen hier. Mhm. Das eine ist Aetherite, das andere ist Dolovine und das teuerste davon wäre Hedonite. Die drei gibt es davon. Da musst du halt die Steine suchen. Die kannst du dann mit diesem kleinen Wegelchen aufknacken und dann einsammeln. Sind aber auch Diamanten. Oder du bist halt beim Schiffsminern. Dann hast du hier diese Laser, die vorne an den Schiffen dann dran montiert werden und damit kannst du dann halt die großen Asteroiden halt knacken. Das ist so im Moment die Königsdisziplin und das, was ich oder auch viele andere oder auch gerade die Leute, die jetzt hier auf dem Stream sind, glaube ich, viel machen, weil darum drehen sich 90% meiner Videos. Doppelsitzer eigentlich irgendwie im Vorteil gegenüber dem normalen? Nein. Der Doppelsitzer, ja, der hat einen größeren Cargo Space. Aber das ist irgendwie so ein Mining, weiß ich nicht. Da kann der eine nur fahren und der andere kann minern. Nee. Also ich finde das Ding scheiße. Der Rock DS. Und der passt halt auch nicht so gut in die Schiffe rein, weil der halt schon ziemlich groß ist. Also ich empfinde ihn nicht als Vorteil. Ja, dann findest du hier auch immer Essen und Trinken. Es gibt halt Essen und Trinken in verschiedensten Variationen und es gibt aber auch ein Getränk, was Essen und Trinken gleichzeitig hochbringt. Ne? Bei dir wird jetzt noch nichts angezeigt, aber bei mir zum Beispiel, ich bin bei 95% Wasser. So noch ziemlich voll, alles gut. Gut, dann gucken wir uns mal ein paar Schiffchen an und machen mal irgendeine Mission. Yep. Ich bin da. Gering von dir, ja, gebe ich mich nicht ab. So nämlich, Triple X.
Servus, moin, Emanuel, grüß dich. So. Aua. Ey. Ja, du musst langsam in die Dinger reingehen, nicht mit Sprinten. Achso, wir können uns die Galerie nochmal angucken. Es gibt auch bei jeder Station eine Galerie. Und in der Galerie, das ist halt auch so ein kleines Shopping-Center, wo du halt, ja, hier kannst du Waffen kaufen, oder Ausrüstung. Du hast überall einen Admin. Ne, beim Admin kannst du auch Sachen verticken. Wenn du jetzt Trader bist, ne, gehst du hier zum Admin rein, dann hast du hier wieder die Trading-Konsolen und kannst da halt Sachen verkaufen. Ne? Wir können ja mal nach Jumptown fliegen, das kann ich dir mal zeigen. Wenn das gerade läuft. Warte mal, ich guck mal gerade. Mercenary wäre das, ne? Nee, zum Moment nicht. Doch. Ja. Ja, komm, das nehmen wir mal an. Kann ich die scheren? Ich glaube ja, ne? Nee. Drück mal F2. Ja. Auf Contract Manager. Auf Ja. Priority. Das machst du mal Accept. Da fliegen wir jetzt mal hin. Wie packe ich das hier noch mal weg? Nicht Z? R drücken. R gedrückt Ja. halten. So. Also, Jumptown ist jetzt im Moment so eine Geschichte, die kommt immer wieder. Das Ja. wäre jetzt so ein. Ah, da werden wir jetzt nichts reißen. Werden wir auch nichts machen. Wir fliegen da jetzt einfach mal hin und gucken uns das mal an. Überlege ich mal gerade, was wir nehmen. Das ist leider nur ein Einsitzer, die Eclipse. Wäre aber eigentlich geil, ey. Ach komm, wir fliegen da mit der Carrick hin. Dann sind wir nicht ganz so schnell tot. Nicht ganz so schnell tot. Naja. Klingt ja gut. So. Das ist jetzt mein größtes Schiff, was ich momentan habe. Wenn die Schiffe noch größer sind, dann geht es nur an Docking-Ports, ne? Dann fliegen die nicht mehr in Hangars, dann werden die draußen angedockt. Ja. So eine 890 Jump zum Beispiel, das ist so. Oh nein, ich habe vergessen, meine Triebwerke auszumachen. Na, mal gucken, ob wir reinkommen. Anfängerfehler. Und ja, da schreibt wieder einer rein. Wir können jetzt. Ja, Was ist passiert? Ich bin umgefallen. du bist unter das Triebwerk gelaufen, du. Ach, jetzt will ich doch mal warten können. Warum? Ist doch logisch. Ja, Okay, da kommen wir ja, nicht ja. rein. Dann müssen wir einmal ganz kurz. Ist auf jeden Fall, glaube ich, heiß. Ja. Temperature. Das Spiel ist halt wirklich nicht wie andere Spiele. Also hier musst du einfach Ich auf die merke Sachen das achten, schon. wie im echten Leben auch, ne? Also das haben die halt vor. Da Wenn du war doch hier. geplant von dir jetzt. Nein. Extra angelassen. Ah, der kommt gleich. Lass den verbrennen. Jetzt wird's lustig, schreibt er. Ne? Ja, wenn wir dann Jumptown fliegen, wird das extrem lustig. Kannst davon ausgehen. Ich jetzt irgendwie, ob, wo sehe ich denn mein Leben? Bei F1 Ne, sagtest ist du, alles ne? gut, war nur zu heiß. Das ist alles gut. Aber wir haben auf der Carrick auch ein Krankenhaus, also das ist nicht so schlimm.
Jetzt nicht gleich reinpacken. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz auf der Carrack. Ich mach mir mal schnell eine Zigarette. Das Powerplant ausbauen. Da einbauen. Damit sollte die Carrick auch auf dem Boden stehen. Stimmt, das ist ein Kollege im Hangar. So. Ja, komm rein. Wir könnten die jetzt auch bei Jumptown parken und immer wieder mit einer kleinen Pisces da reinfliegen, ne? Das wäre auch geil. Dann können wir wieder an der Carrick spawnen. Aber was genau ist denn Jumptown? Soll ich mich überraschen lassen, oder? Ja, ich erkläre es mal kurz. Jumptown ist, ein Drogenlabor, welches außer Kontrolle geraten ist. Das heißt, da wird die ganze Zeit, jetzt werden da jetzt Drogen produziert und produziert und produziert und produziert, und diese Drogen sind halt viel Geld wert. Und die will natürlich jeder haben. Also kämpft man da quasi drum. Genau. Wir fliegen jetzt deswegen mit der Carrick dahin, weil wir so ein bisschen Schilder haben. So, das ist unser kleiner Laderaum hier vorne. Bin ich jetzt blöd? Warte mal gerade. Bin noch lost. Kann ich da nicht hier hoch? Da. Ich mach einen Docking-Collar hier, ist interessant. So. Komm mit rein. Jo. Die Carrick finde ich jetzt so geil, weil die ist so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise, ne? Hast hier so Besprechungsräume drin und, ne, Billardtisch. Dann, mal kurz zeigen. Na, hier ist eine Medbay drinne. Falsche Seite. Na, ist egal, komm, wir fahren hier hoch. Voll Lust in dem Ding. Dann hast du einen großen Hangar oben. Ein extra Hangar oben, wo du jetzt quasi deine Flug noch extra Raumschiffe. Richtig, kannst du hier noch ein anderes Raumschiff reinpacken? Schlecht. Ne? Hangar-Door, die mal wieder verbuggt ist, die ist jetzt zu, aber kann man auch aufmachen. Das geht aber nur von außen. Warte mal. Machen wir mal auf hier das Ding. Können wir da nochmal reingehen? Dann siehst du auch so, ne? Kannst du halt oben rausgucken. Da kannst du jetzt halt ein kleines Raumschiff reinparken. Das bleibt auch hier drin und das wird auch wieder respawned, wenn du das Ding respawnst, ne? Also, das ist schon ganz cool. Aber könnte ich jetzt quasi einfach, wenn wir jetzt, sag ich mal, irgendwo im Weltraum sind, kann ich einfach bei dir reinfliegen. Genau. Mach ich das Ding auf, du kannst einfach reinfliegen, drinnen landen und das Ding bleibt dann auch da stehen. Okay. Ne? Hier ist, glaube ich, Captain's Quarter. Ne? Da. Ach, das ist die Drohnenstation für hinterher, genau. Ja. Kannst du da Drohnen rausschicken. Krass groß. Aber, ja, die ist schon ein bisschen was größer. Jetzt gehen wir hier zur normalen Brücke, die hat zwei. Ah, ne, falsche Brücke. Wir sind die da drunter. Hier auf dem Shop. Auf die Lower Bridge. Ich will es haben. Ja! Wolle.
Irgendwie die dicken Dinger rausgepackt, so ist das. So, jetzt müssen wir gucken. Jo. Schlecht. Warte mal, jetzt ziehen wir auch mal hin. Ja, wenn du sitzt, kannst du zum Beispiel mal F4 drücken. Das ist jetzt von außen, ne? Kann man das beim Laufen auch machen? Ja, ja. Aber beim Laufen... Wollte ich vorhin schon gefragt haben, ob es so eine Art Third-Person-Sicht gibt. Naja, auf jeden Fall Jumptown ist halt was, wo das Spiel wirklich zeigt, was es hinterher wirklich kann. Weil da ist es so, dass du, wenn du jetzt, wenn eine Ork gegen eine andere kämpft, also in irgendeiner Organisation, dann muss das schon ein bisschen koordiniert sein, weil es gibt Panzer, du kannst snipern, du kannst ganz normal FPS-Shooting machen. A la Call of Duty. Und du musst dann halt Lufthoheit, Bodenhoheit gewinnen, um da was zu reißen. Alleine machst du auf Jumptown auf einem normalen Server gar nichts. Wird wieder nicht klappen von der Star-Map. Natürlich nicht. Nachgucken. Eben konnte ich irgendwo einstellen, diese Tipps da. Schau hints aus. Die ganze Zeit irgendwelche Sachen verstehen. Stehen, die ich überhaupt nicht verstehe. Jetzt mal ausgemacht. Weil nicht mitten im Bildschirm ist die ganze Zeit. Ach, jetzt hat er wieder die Forsten. Ja, ich muss erst an der Station vorbeifliegen. Also es ist halt leider noch ein Spiel, was ein bisschen buggy ist. Banu-Schiffe feiere ich. Ja, Banu-Schiffe sind mega. Ich finde die K2-Al total geil, ne? Ist halt so voll meins. So, jetzt fliegen wir nach Crusader. Und das ist jetzt, die Carrick ist zum Beispiel ein Schiff, damit kann ich als Pilot gar nichts anfangen, was Kämpfen angeht. Ich kann nur fliegen. Also ich brauche jetzt einen Gunner, der für mich gunnert. Wenn du jetzt mal F4 drückst, drück mal F und dann guck da mal ein bisschen in der Gegend rum, da muss irgendwo ein Power-On-Schalter sein. Du musst F dabei drücken. Und dann so ein Maus-Overlay. Irgendwo steht ein Power-On. Oder drück mal R, vielleicht geht's. Ah, da, genau. Power on. So, da hast du jetzt aber kein Turret. Geh mal auf die andere Seite. Ich glaube, müsstest einen Remote-Turret haben. Drück mal Z. Dass du einmal aufstehst. Genau, dann geh mal auf. Ach nee, die Remote-Turrets sind oben. Genau. Geh mal zum Fahrstuhl. Genau. So, und dann links und rechts sind die Turrets. Guck mal, was da steht, bevor du drauf drückst. Anasid. Ja, nimm den mal. Ich weiß nicht, ob das vorne oder hinten ist. Brauchst halt Manpower, genau. Du brauchst dafür Manpower. Und das ist auch richtig so. Also es wäre halt OP, wenn das alles einzeln oder wenn das... Also irgendwann wird es ja mit KI funktionieren. Ja, meistens geht die Suche wieder los? Da war was. Da war ein Pip-Point. Rechts. Da. Exit. Den nicht. Der hier. Eigentlich irgendwo bei den Knöpfen muss das sein. Auf dem Bildschirm. Drück mal R. Oder musst du weiter suchen? Ich will ja auch gerade mal gucken. Warte mal. Will ich die gerade anmachen?
Muss man da vorne dran vielleicht? Ja, so ist oben. Noch mal raus. Hier vielleicht was? Nee, das ist Fliegen da, da brauchst du nicht rein. Von denen hier aus. Probier den mal anzumachen hier. Hier war gerade was. Ist auch Exit. Das ist auch nur Exit. Ach, da. Oben links. Oben links über dem Bildschirm. Da ungefähr. Bisschen nach rechts. Weil das ist bei dem auf der anderen Seite. Da. Da. Ja. Aha. Jetzt frage ich mich nur, wie kommst du jetzt in den Turret rein? Das ist doch der Gunner Seed, bin ich jetzt doof? Meinst du? Ich habe das noch nie ausprobiert bei dem Ding. Ich hab gar nicht. Das ist doch Gunner. Ich habe es nicht C gedrückt, warte mal gerade. Jetzt fliegen wir nämlich gleich in. Ne, alles gut. Hier sagt er mir irgendwas. Ne, was ist das? Ne, das ist. Warum? Das ist ja auch doof. Ich will hier hoch und runter gehen. Der geht auch näher dran dabei. Warte mal. Sind die Turrets nur hinten? Weiß das einer? Bei den 10er Cluster gewonnen. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn hier die Gunner Seeds? Also auf jeden Fall haben wir auf der rechten und linken Seite welche. Die heißen ja Gunner Seeds. Ja, das wundert mich halt gerade. Also das sind die normalen Turrets. Das ist okay, aber die oberen und unteren Turrets, die müssen von da bedienbar sein. Ach nee, das war ein Support Seed auf der linken Seite. Ja, die rechte Seite ist nur ein Gunner Seed. Wo du jetzt gerade saßt. Ja, kannst du nochmal drauf gehen, mal gucken, ob du es findest. Ich guck mal gerade, ob da. Der müsste eigentlich Front und Heck von da aus. Enter machen. Remote Turret, sagt er. Ja, genau. Da bist guck du richtig. Mal. Hier bin ich jetzt da drin. Bist du richtig. Okay, dann gehe ich nochmal nach unten. Das war oben rechts über dem Bildschirm. Ich hab's nicht gesehen. Aber ich hab den jetzt nicht angemacht vorher. Warte kannst mal. Du ruhig, kannst auch mal ruhig mit schießen. Ja, warte, ich hab das hier nicht angemacht. Ich hab das wichtig ist. Ja, probier mal zu schießen, siehst du ja dann, ob es funktioniert. Ja. Ja, geht. Ich höre nix. Hör ich denn nix? Schieß nochmal. Ich glaub, da kommt auch gerade nichts raus. Ah, doch, oder? Doch, da ja, kommt was raus. Alter. Der fliegt hier schon in die Atmosphäre rein. Was soll der Quatsch denn? Stürzt ab! Oh mein Gott! Dann noch irgendwelche besonderen Knöpfe, die ich hier noch machen kann, außer schießen? Ja, du kannst das alles einstellen und umstellen und machen und tun. Aber wir fliegen jetzt einfach mal hin und mal gucken, was da los ist. Vielleicht können wir da einfach landen. Wenn keiner da ist, können wir da landen und ganz viele Pakete einfach einsammeln. Wow. Diese Production Facility. Hm, genau. Ach, Drogenlabor. Ach so, du hörst nichts, weil du nicht im Turret sitzt. Also ist normal, dass man nichts hört.
Drück euch die Daumen. Wir wissen doch alle, was jetzt gleich passieren wird, oder? Wir wissen es doch alle. So, 500. Profi. Kann ich da vom OM fertig. Hin? Ich bin bereit. Wie weit ist das vom OM weg? Ja, du darfst nur Dinger schießen, die rot sind, ne? Rot gleich tot, alles klar. Ja, sorry. Wir. Nein! 100%ig. 200. Wie weit ist die da weg? Wir fliegen von hier dahin. Oh, warte mal, da war eine Moderate Threat. Die könnten wir natürlich auch erstmal. Ah, ne, das bringt nichts mit dem Schiff. Das können wir gleich mal mit einer Taurus machen. Können wir mal ein bisschen fighten gehen. Wir rocken das Ding da jetzt. Ja, sicher. Guck mal, wir können sogar hier Loopings fliegen mit einer Carrack. Boah, wird schwindelig. Wir werden so platzen. Wieso sind meine Schilder eigentlich auf 18% runter? Ich hab nichts gemacht. Ja, wenn eine A2 kommt. Alter, die ramm ich. Ist mir egal. Wir sind gleich sowieso ein Clasher, weil wieder irgendwas im Spiel verbuggt ist. Die schießen uns ab. Guck mal, die ganzen Heißfets. Wir könnten so viel Geld verdienen, ey. Schon wieder eine Heißfet, Alter. Wieder 100.000, die wir verdienen können. Ja, Schwind und Übelkeit gibt's. Tatsächlich. Schon wieder eine Heißfet. Denn wenn ich die brauche, sind die nie da. Letztes Mal im Stream, wie lange haben wir nach einer... Jetzt schon wieder eine. Alter, ich kurz im Strahl. Echt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich sehe gar nichts. Ja, bei dir kommen die wieder nicht. Bei mir kommen die aber. Das ist halt auch... Letztes Mal waren wir hier nicht. War kacke. Noch eine Heißfet. Na klar. Für 232k eine Heißfet. Geld brauchen würde, ne? Ich meine, wir sind 14 Leute im Stream, ne? Gerade aktuell. Wenn wir jetzt alle auf den Discord kommen, könnten wir Jumptown übernehmen. Also jeder, der da mitmachen würde, könnte ja mal eine 1 reinpacken in Chat. Das wäre schon lustig. Also so ist nicht. Wenn wir damit so ein paar Schiffchen da reinlatschen. Hätte ich wohl Böckchen drauf. Dann kriegt Basti, Basti ist ja schon, kriegt die aber auch das volle Programm. Oh, ich bin ein bisschen schnell. Ich auch gleich. Wenn da jetzt kein Schwanz ist, lache ich mich tot, ne? Dann lande ich da stumpf, dann nehmen wir das Zeug mit. Ich habe noch nicht mal ein Traktorbeam mit. Oh, richtig fail. Das alles. Ja, ja, genau, das müssten wir dann auch. Hier krank im Bett. Na, wenn wir 10 Leute zusammenkriegen, ne, dann würde ich das echt starten. Alter, wie da einfach gar keiner ist. Was ist denn der rote Strich hier, wenn ich zum Beispiel jetzt ein bisschen runterziehe? Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen. Nah am Schiff schieße, oder? Ich bin gerade ein bisschen überrascht, hier ist kein Mensch. Ah, doch, da ist was. Mahlzeit. Zeit. Warte mal gerade. Muss mal gerade hier bremsen. Wir sind jetzt hier in den Discord gekommen. Guten Abend. Guten Abend. Was habe ich jetzt gemacht? Ah. So, jetzt. Ist wieder Livestream oder seid ihr einfach? Ja, hier? Ich bin gerade im Livestream. Machen die auch gerade was? Ich würde gleich mal runterkommen, wenn wir durch sind. Ein Schiff vor uns, ne? Ja.
wenn das okay ist für dich. Vielleicht machen wir gleich nochmal eine Jumpton-Runde. Soll ich den... Nein, nein, nicht schießen, nicht schießen. Der ist nicht rot. So. Alle lieb hier, gerade noch. Was ich eigentlich noch nie erlebt habe. Er schießt doch. Echt jetzt? Wo? Oh. Da. Nee. Kann, die sehe ich aber nicht. Oh, der ist in uns reingeflogen, oder? Naja. Ui, ui, ui. Alter, warum? Ich sehe gar nicht, ich weiß nicht. Der ist, ich werde mich jetzt auch nicht wehren. Ja, jetzt ist aber gleich rot. Das hat ja gut funktioniert. Warum sind meine Flares nicht gegangen? Ich habe versucht zu flaren, ging aber nicht. Aber ich habe da jetzt auch gar keinen gesehen. Hm. Ich habe den auch gar nicht angescannt. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt mit Discord und dies und das, aber irgendwie wollte er gerade nicht flaren. Warum auch immer. Egal, das war aber klar, dass das passiert. Das ging ja gut. So, jetzt wollen wir dem mal ein Dreier Crime Set aufdrücken. Und dann können wir mal Arsch sein. Destruction. Odin 85. Hier ist ein so süßes Krankenhauskleid an. So. Mein Freund. Jetzt machen wir das mal anders. Jetzt fliegen wir da mal mit was anderem rein, womit wir die mal ein bisschen ärgern können. Weil jetzt können wir den Odin nämlich abballern. Lol. Hat einfach gut funktioniert. Ja, das Krankenhauskleidchen kannst du ausziehen. Auf Inventar. Dann musst du das wegschmeißen. Darunter sehe ich das. Clothing. Du musst erstmal aufstehen. Bin ich schon? Achso, jetzt drück mal I. Tatsächlich. Da bin ich auch schon drin. I bist du nicht drin. Ich sehe gerade eine Außenansicht. Achso, ich bin. Warte mal. Ihr zeitversetzt im Stream. Und dann musst du das unten auf dieses Wegschmeißen-Symbol aufziehen. Denn hier, ach da. Und ich mal Mining Attachment. Aha. Ja gut, egal. Lass mal das mal sein. Wir machen jetzt mal ein paar High Threads. Zeig dir mal Bounty Hunten. Auf jeden Fall ist Odin jetzt nicht mehr blau. Der ist jetzt rot. Habt ihr noch Platz an Bord? Ich zeige ihm gerade das Verse. Einfach nur so. Also, oder wolltest du... Oh, warte mal, wir können ein paar... Also, jetzt auch an den Stream. Wer mitmachen will, ein paar High Threads machen, der kommt einfach jetzt in Discord rein. Wer ein bisschen kämpfen will. Dann kannst du gerne hier mit reinkommen, klar. Das macht ja jetzt auch Sinn. Dann sind wir ein paar mehr. Was fliegen wir denn? Weiß ich nicht. Soll ich mir selber hier was nehmen? Nee, nee, du fliegst erstmal. Du fliegst erstmal als Gunner mit. Wo treffen wir uns denn? Arkel 1 sind wir jetzt gerade, aber wir würden noch Crusader rüberfliegen gleich. Dann komme ich da doch mal hin. Ja, also der Stream ist. Chrissy, der jetzt hier bei uns ist, der spielt das jetzt zum allerersten Mal. Der kennt das Spiel gar nicht und eigentlich geht es halt nur darum, dass wir ihm das Spiel zeigen, ne? Ja, dann erstmal frohe Weihnachten und willkommen im Spiel. Ja, frohe Weihnachten, danke. Dir auch. Frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ja. Aber wo sehe ich denn gerade, wo ich jetzt gerade bin? Bin ich hier, was hier so blinkt? Ark L1. Was hast, du, jetzt, ja? Was hast denn du für Schiffe, Richard? Richard? Major? Entschuldigung. Ich könnte, also ich muss sagen, Dogfight bin ich, also habe ich bisher mehrfach versagt und habe es dann sein lassen. Okay. Also da bin ich ein echter Noob. Aber ich könnte mit einer 315 rüberkommen. Die ist jetzt aber auch nicht so der klassische Kämpfer. Ne, jetzt überlege ich gerade, womit wir das machen. Alternativ hätte ich eine Cutlass. Eigentlich wäre jetzt eine Constellation ganz geil, aber nicht die Taurus, sondern eine Andromeda.
Wäre jetzt eigentlich genau das Richtige. Eine 400i hätte ich aktuell noch. Warte mal, na. Ist eigentlich für eine Critical. Obwohl, pass auf, dann nimm du die Cutty. Oder die 325 ist auch okay. Oh, da haben wir noch einen. Geil. Ach, Xerox kommt noch. Dann geh du bei Xerox als Gunner rein. Das ist geil. Der kann auch was. Ein perfekt. Ich muss meine Stream hören. Machen wir das so. Dann nehme ich die Conny Taurus. Und ihr beide, weiß ich nicht. Xerox, was nimmst du für einen, wenn du ihn als Gunner mit reinnimmst? Kannst du Retaliator nehmen? Retaliator. Muss ich mal lauter machen. Muss mal gucken. Was und noch einer. Alter, das läuft ja hier, ey. Geil. Ja, hi, Domi. Musst du erstmal die 890 parken. Domi, moin. Die 890? Ach, Knight. Möchte die einer sehen, dann können wir das dann vorher machen. Ja, ich bin jetzt gerade bei Crusader. Ja, kommen wir nach Crusader hin. Wir müssen uns aber jetzt erstmal alle. Also, wer mich noch nicht geaddet hat als Freund, müsste mich im Menü erst adden. Das geht nämlich in-game nicht. Sonst könnt ihr auch nicht nachjoinen. Dann würde ich sagen, wir treffen uns alle einmal PO. Port Olisa. Ja, so würde ich es machen. Kannst du mich einladen? Nee, nur wenn ich dich in der Friendlist habe. Dann müsstest du haben. Nach unserem letzten. Dann kannst du ja nachjoinen. Ja, hier sind richtig viele. Eben, deswegen, ja. Da muss ich wieder ins Menü zurück, ne? Zum Nachjoinen. Knarius, Knalus. Moin. Hi. Genau. Nee, doch, Mister. Also ihr müsst mich im Menü adden als Friend und dann könnt ihr nachjoinen auf den Server. Alter, wir kriegen das Ding echt voll. Wir können echt Jumptown gleich übernehmen, ne? Ich glaube, jetzt schon 6 Leute. Fliege ich erstmal in Orbit und lock mich da aus, weil sonst darf ich wieder zum. Ja, Raum also wir. Also ich bin Arc L1, wenn ich mich gleich einlogge. Dann bin ich auch. Aber ich würde sagen, wir treffen. Also, wie gesagt, wer mich noch nicht in der Friendlist hat, einmal adden, dann nachjoinen und dann treffen wir uns alle PO. Wie ist dann dein Name? In Starbucks-SC. Wo ich ist mach denn mal im Stream auf. Port Olisa ist bei Crusader. Müssen wir die Raumstation Gruppe neu aufmachen oder sehe ich dich einfach nicht? Ich sehe dich nicht. Du siehst mich nicht? Ich sehe dich aber. Nee, ich sehe dich auch nicht. Warte mal, ich mach mal gerade die Gruppe neu. Das ist manchmal ein bisschen verbuggt. Ich such dich hier schon die ganze Zeit. Ja, kein Problem. Ich glaube, Rüstung und sowas brauchen wir ja nicht, ne? Beim Raumkampf. Das heißt, das lasse ich alles hier. Alles da lassen. So, invited. Sag mir nochmal deinen Ingame-Namen, Richard. Sebastian F. Rooks. Das war das, genau. Schon mal invited. Xerox invite ich auch schon mal. Habe ich auch angenommen. Perfekt. Muss ich dir jetzt trotzdem nachjoinen, oder? So, ich hab musst du. Anfrage gesendet. Ja, da habe ich, glaube ich, was bekommen. Warte mal. Ja, habe ich. Ach, schön, wieder den Arm in die Fresse. Sehr gut. Du musst nur was aufheben, ne? Genau, ja. Das haben wir, weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gesagt hatte. Ich sehe dich auf jeden Fall immer noch nicht. Kann sein, dass ich ganz woanders Du musst bin. Du musst erst mal annehmen, ne? Hab ich schon. Aber wenn ich auch die Map aufmache, bist du ganz woanders. Ach, du hast wahrscheinlich vorhin deinen Spawnpoint falsch gesetzt. Warte mal. Da wo, in dem Raum, da wo wir da in den Raum gegangen sind. Ach, 30k. Okay, dann können wir es alle aus dem Menü machen, deswegen ging es gerade nicht. Jetzt deswegen sehe ich dich wahrscheinlich. Jetzt sind die Service Peaks wieder alle weg. Genau in dem Moment, wo du 30k sagst, habe ich dir auf Train getreten. I love it. Oh, jetzt darf Egal. Ich neu starten. Ja, müssen alle neu starten. Komplett neu starten? Einmal komplett das Spiel neu starten, ja. Ja, das geht noch. Im PTU war es viel schlimmer mit den 30k's. Ja gut, auf PTU habe ich keinen Zugriff.
Ich auch nicht. Ja gut, ich hab da halt doch hier schon ein bisschen. Ich sag mal ganz kurz unten Bescheid, wenn die Lust haben, können die auch mitmachen. Obwohl der Micha... Also ich selber bin eigentlich auch noch relativ, eigentlich ziemlich neu in den Game. Ich habe das jetzt zum ersten Mal richtig gespielt. Ich sag mal gerade unten in der Gruppe Bescheid, ich bin sofort wieder da, aber dann machen wir die neuen Leute auf den Turret Gunner. Ist ja scheißegal, ist ja ein Stream für neue Leute. Wenn wir hier bald draufgehen, ist doch wurscht. Das kostet Stunden. Stunden Jungs, ganz, kostet das. Ganz kurz. Der Boss. Ich muss mal ganz kurz stören. Wir sind oben gerade im Livestream und haben jetzt aus dem Livestream raus die Idee, dass wir ein paar Service-Beacons machen und eventuell Jumptown versuchen einzunehmen. Also wer Lust hat, auch als Neuling, wir haben viele neue Leute dabei, Turret Gunner zu besetzen oder halt wirklich ein Schiff zu fliegen, kommt einfach hoch. Wir sind jetzt schon 6, plus euch wären wir 9. Vielleicht kommen gleich noch welche aus dem Stream hoch. Wenn ihr Bock habt, kommt da einfach. Ja. Da ist noch einer dazugekommen. Also wir wären da ganz voll. Könnten wir vielleicht noch was drehen heute. Wenn ihr Lust habt. Wollen wir eine Runde machen? Also ich meine, ich habe von mir ein S frustriert. Wir sind jetzt seit 4 Stunden hier dran und immer aufgrund irgendwelcher Scheiß-Bugs und andere Kacke alles verloren. Nicht alles ein gut. Ding gemacht heute. Ja, so. Nicht aufregen. Wir machen jetzt ein bisschen Service-Beacons und machen ein bisschen Spaß. Na, kommt einfach hoch, wenn ihr Bock habt. Los. So, die Jungs kommen wahrscheinlich auch alle hoch. Wir werden hier richtig voll, Leute, Alter. Das ist ja geil, ey. So, jetzt müsst ihr mich, glaube ich, nochmal einladen. Ja, müsstest du mich auch nochmal einladen. Ich habe euch noch alle drinne. Xerok, Picard und Rook sind drinne. Ah, okay, dann. Lassen wir erstmal den Rest hochkommen. Bitte? Ich habe eine Freundschaft an Paul gerade gesendet. Knarren. Ja, sehe ich. Perfekt. Ja. Ich glaube, du musst den Stream nochmal neu anklicken, weil ich das Spiel ja neu gestartet habe. Aber wie kann ich dir jetzt nachjoinen, wenn ich rechts liege? Wenn ich rechts liege auf dich mache, komm nur Remove from Friends. Warte. Ja, ist alles gut. Du kannst mir gerade gar nicht nachjoinen, weil ich nicht auf dem Server bin. Ich lade euch jetzt alle, die online sind, ein. Mein Name ist SpartanBSC, falls du das jetzt nicht im Kopf hast. Also ich glaube, irgendwas mit Spaten. Invite. Ja, jetzt habe ich. Dann haben wir Knarius, glaube ich, noch, ne? Genau. Ja, Invite ist raus. Jo. Dann, wer fehlt uns noch? Obermario ist auch ein geiler Name eigentlich. Servus. Hallo. Luigi. Unter Luigi. So, wir warten mal ganz kurz, bevor ich jetzt allen alles nochmal neu erzähle. Die unten kommen noch nicht. Warten wir nochmal kurz. Wenn sie nicht kommen, haben sie Pech gehabt. Weiß ich nicht. Ja, ich habe euch auf jeden Fall drin. Du musst den Stream auch, glaube ich, nochmal anklicken. Im Discord. Ja, lassen wir jetzt raus. Dann ist er halt. Warte mal. So. Gibt es eigentlich einen Endgame-Chat, den man irgendwie ausschalten sollte? Jupp. Gibt es. Warte mal. Ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Müssen wir halt im OBS. Kannst du standardmäßig mit F12 ausschalten? So. Genau. Ach so. So, also wer mich noch nicht als Freund geendet hat, einmal im Menü Starbucks-SC adden und dann ziehe ich euch in die Party mit rein. Das wird doch eine lustige Sache. Ich bin noch nicht in der Party drin. Warte, Name? Obermario. Ich hab dich noch nicht als Freund, ne? Doch, hab ich. Doch. Invite. Kannst du mich auch adden in die Party? Biozilla haben wir hier noch, der ist glaube ich unten, ne? Jo. Wer fehlt jetzt noch mit Ingame-Namen? In der Party? Ah, Biozilla, da ist er. Biozilla ist auch invited. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und im Discord sind wir 1, 2, 3, 6, 7, 8. Wir sind alle drin, ne? Ja, wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert, dass ich euch alle ziehe.
Wollen wir mal eine Wette machen? Ah, Sardesunde hat kaum Bugs. Auch nicht schlecht. Bauen wir jetzt eigentlich alle automatisch Arc L1 oder egal? Nein, alle überall unterschiedlich. Jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen. Also Xerox fliegt einen Bomber oder einen Flieger. Ich fliege einen Flieger. Wer ist noch ganz gut im Dogfight? Jo. Ja, genau. Okay, ja, ist doch geil. Ey, ist doch scheißegal. Wurst. Xerox, hast du eine Hammerhead? Sollte ich haben. Ich habe eigentlich alles fast gefühlt, außer ein paar Varianten. Was meinst du, Hammerhead voll besetzen mit Turret Gunnern? Ich check gerade, ob ich eine hab. Hat nicht die Carrick auch eine Menge Türme? Ja, die könnten wir auch nehmen. Die Carrick, ja. Ja, die ist jetzt nicht so mein Favorite. Redeemer ist auch ganz stark. Vor allem, weil sie Mini ist. Ja, Redeemer wäre auch gut, ja. Ich glaube, ich habe keine Redeemer, tatsächlich. Ich habe auch keine. Was kostet die? Oh, warte mal, wer war jetzt gerade so leise? Godzilla war so leise, ne? War ein bisschen lauter da. Ja, dauert jetzt zu lange, was zu kaufen. Wir müssen jetzt schon irgendwie... Oh, ich bin ein A-Kopf. Was ist das? Ja, bin ich auch. Ich bin doch in New Babbage. Wo soll ich hinkommen? Also wir treffen uns. Wir können uns auch alle arg treffen. Ich glaube, die meisten. Sebastian, wo bist du? Ich bin in New Babbage gerade. Okay, also arg. Und Quatsch, Bio, Micro. Biozilla ist da hinten. Was haben wir denn an Service Beacons hier? Natürlich gar nichts. Arkorb ist ganz schlecht für Beacons. Ja, wir werden jetzt wieder keine bekommen, ne? Ist ja Logo. Wissen wir ja alle. Das wird jetzt wieder voll die Pisse. Bester ja. Bug. Ja. Oder wir machen Jump Town unsicher. Jetzt bin also, ich nackig. Also, pass auf, wir fliegen alle, wir treffen uns Port Olisar. Port Olisar gibt es keine Waffen zu kaufen, ne? Nee, doch? Ich glaube nicht, oder? Nee, Crusader ist leider ziemlich mau, was Waffen betrifft. Ah, doch, Port Olisar kann man halt die Standard, die man kaufen kann. Schreibt da einer im Chat. Schau mal nach, wer das ist. Will irgendwie so ein Gedöns? Ah, oh, der lässt mich die Route wieder nicht setzen. Also ist was mitzunehmen oder braucht man nur den Körper selbst und vielleicht ein Getränk in der Tasche? Lennox, moin! Guck mal. Lennox auch da. So, warte noch mal. Irgendwas mitnehmen an Waffen, Rüstung? Oder nur ein Getränk und sich selbst? Ja, würde ich machen. Also wenn wir in bei Port Olisar keine Service-Beacons bekommen, dann werden wir versuchen, Jumptown einzunehmen. Ganz einfach. Dann fliegen wir da mit einem großen und zwei, drei kleinen Schiffen runter und versuchen das einfach reinzunehmen. Also nehmt euch Handmining-Tools mit. Könnt mir einer eine Ausrüstung mitbringen, weil jetzt bin ich im Job. Ja, ich kauf mal gerade ein paar Klamotten. Ich müsste mal gucken, was wir mit Chrissy machen. Der muss sich sowieso erstmal dran gewöhnen. Der kriegt jetzt gerade die völlige Überflutung an Reizen. Naja, safe nicht. Aber du siehst halt das gleich, was diese Spiele halt wirklich kann, was andere Spiele nicht können. Das ist dieses zusammen irgendwas erreichen. Das ist halt Jumptown mit mehreren Leuten ist halt schon echt nice. Das werden wir wahrscheinlich heute verkacken, weil wir noch nicht eingespielt sind und ich auch noch nicht so gut bin, was das angeht. Ist Jumptown aber dieses Drogenlabor, wo man da genau. PvP und so? Ja. Genau. Okay, ich bin mal gespannt. Habe ich auch noch nie gemacht. Das wird doch geiler in 3.18. Wir haben das so groß gemacht jetzt in 3.18. Das hat zwei Drogendispenser dann und so. Und ist absolut groß geworden und mehrere Eingänge. So, ich habe mir ein paar Tractor Beams geholt.
und werde dann doch die Carrick jetzt erstmal spawnen, dass wir da alle rüberkommen. Dann werden wir die Carrick nämlich außerhalb von Jumptown hinstellen und können da unseren Respawn draufsetzen. Das wird zwar nicht so viel bringen, aber die könnten wir zum Beispiel auch an einer Mining Facility packen. Da können wir dieses kleine Schiff hier irgendwie spawnen. Mal gucken, wie wir das machen. Mal sehen. Ja. So, ich gehe jetzt erstmal nach oben und guck mal, dass ich die geclaimt habe, glaube ich. Gibt es irgendeinen Workaround, wenn der sich auf der Star-Map weigert, den Kurs zu irgendeinem Ziel zu setzen? Naja, du kannst Crusader, musst erstmal Crusader angeben wahrscheinlich. Bei Crusader musst du manuell über die OM-Punkte rumfliegen, weil er das nicht hinkriegt von der Navigation. Ah, okay. Das ist, wenn du mehr als einen OM-Punkt um Planeten brauchst, dann... Ja, macht er das nicht. Du musst immer OM-Punkte manuell anfliegen und dann setzen. Dann bin ich jetzt auf dem Weg nach Crusader. So, die Carrick ist auch wieder da. Und dann werden wir... Wir treffen uns halt Port Olisar. Das ist das Einfachste. Ich guck mal gerade, ob ich noch Waffen habe. Soll ich eine Hammerhead bringen? Ja, würde ich machen. Wenn wir Dings bekommen, fliegen wir mit einer Hammerhead und mit einer Carrick rein. Dann haben wir auf jeden Fall genug Turrets. Die ist destroyed. Die braucht 14 Minuten. Ich kaufe mal gerade noch ein paar Waffen. Ja, ist egal. Mach doch ruhig. So, ja, dann warte ich kurz. Wir brauchen jetzt sowieso ein paar Minütchen. Ich hole gerade noch ein paar Waffen für alle, weil wir haben ziemlich viele Leute, glaube ich, dabei, die das noch nie gemacht haben. Wo ist denn Jumptown? Jela. Traktorbeam, ne? Ja, habe ich schon gekauft für alle. Vielleicht doch einen Respawn-Punkt irgendwo auf, wo es geht. Was weiß ich, QL1 oder irgendwas. Ja, können wir auch machen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Also, weil sonst immer wieder dahin fahren. Wir wollten doch erstmal gucken, ob es Beacons gibt, oder? Oder wir wollen ja, das machen wir auch. Nee, wir gucken erst noch Beacons. Dennis, Biozilla, mach dich mal ein bisschen lauter, bitte, in Discord. Du bist extrem leise, man hört dich echt fast gar nicht. Also wir bleiben erstmal bei Port Olisar treffen und dann gucken wir, was wir machen. Ich gehe mal gerade ein paar Waffen kaufen und mach dann die Carrick damit voll. Und ein bisschen Gruß. Und ein paar Burger. Nee, Gruß reicht ja. Deshalb macht ja beides. Bin ich jetzt lauter oder immer noch nicht? Nee, immer noch nicht. So, ich kaufe mir einfach ein paar P4s. 70.000. Okay. P4 Rifle. Weil das eigentlich, wenn wir da anfangen müssen zu schießen, haben wir sowieso die Arschkarte. Da bräuchten wir Basti mit ein paar Panzern. Jetzt Schmutz. Den Gs kriegst du ja gar nicht mehr, ne? Schade. Nee. Naja, die LMGs kriegst du nirgends. Downcheck? Lauter? Immer noch nicht. Keine Ahnung, was da bei dir los ist. Ich habe Treiber neu gemacht, das war ein Fehler. Ah, vielleicht muss in Windows der Mikrofon-Lautstärke aufdrehen. Ja, das kann sein. Ich drehe schon am Rad hier in Windows. So. Okay. Ein paar Railguns rumliegen. Gehen wir mal hoch. Was empfehlt ihr eigentlich für eine, als Quantum Drive, wenn man den mal updaten will? Kommt aufs Schiff an. Für die 300er Reihe? Das ist der XL1, würde ich dann nehmen. Müsste das sein? Ja. So, die Carrick steht in Hangar 12. Ach, jetzt habe ich vergessen. Madguns noch ein paar zu kaufen, ne? Das sollte ich vielleicht auch noch machen. Call to Arms bringt hier nichts, ne? Oder? Ja, doch. Kannst du auch mit annehmen. Immer. Gibt immer Geld. Carrick rein. Okay, haben wir's.
Aber wir können den Respawn gleich auf die Carrick setzen, ne? Das funktioniert halt auch. Was habe ich jetzt gesagt? Welcher Hangar? Der Lost. 12? 12. Ja, bin schon da. Ich bin noch 38 Millionen Kilometer entfernt. Ja, alles gut. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen. Also wir haben einmal die Remote-Turrets und wir haben die beiden Außen-Turrets von der Carrick. Gucken, wo die Eingänge sind, auf jeden Fall rechts und links für die Außen-Turrets und die Remotes sind oben. Sicher. It's me, Mario! Voll geil. So, jetzt muss ich ganz kurz das Inventar rüberziehen. Zumindest die Waffen, da war ich nämlich zu blöd zu. Ne, die sind schon drüben, okay. Die Utilities, genau. Hallo, hallo? Bisschen hey. Besser. Aber... So, jetzt ziehen wir die hier gerade rüber. Boah, jetzt bin ich froh, wenn man das wieder wenn man das wieder übereinander packen kann, ey. Ja, und Move All habe ich gelesen. Ja. Das ja, und so die Attachments stecken in 3.18 auch. Ja, das ist so wichtig, ey. Das ist so ätzend. Und gerade hier auf Ark, ne, ist das Inventar so oft verbuggt, ey. So doof. Hier, immer wieder Loading, kannst wieder von vorne anfangen, kriegst ein, zwei Sachen rüber, aber dann... So. Und wieder Loading. Nochmal. Boah, ey, das ist so dumm, ne? Aber ansonsten ist da sind das sind eigentlich bugfrei, also. Ja, total, Alter. Läuft. Sicher. Und wir lügen auch nicht. Nee. Also es ist ein Phänomen, dass ich diesem Spiel die Bugs tatsächlich verzeihe. Ich glaube, bei anderen Spielen würde ich das nicht tun. Bis zum gewissen Punkt, ja. Nochmal Loading. So, danke. Jetzt haben wir alles drüben. Okay, alle, die mitwollen, sind jetzt drinnen? Nein. Nein? Nee, ich meine jetzt von Arkel 1. Achso, ja. Der Rest trifft sich ja gleich, PO erstmal. Genau. Wenn wir das Service Beacons haben, ansonsten setzen wir dann Respawn irgendwo auf eine Station. Und versuchen dann echt Jobtown zu nehmen. Arschgelegt. So, also ich habe Waffen, Traktor-Beams, alles dabei. Müsst euch also keinen Kopf drum machen. Jumptown ist, entweder du verteidigst die Basis oder du klaust ihnen die Drogen oder so, ne? Nein, also im Endeffekt ist es so, dass du einen Auftrag annimmst, um diese Drogen sicherzustellen. Wenn du diesen Auftrag aber angenommen hast, dann hast du einen Marker über dir. Das heißt, jeder, der auch diesen Auftrag angenommen hat, der sieht deinen Marker, wie so ein Aimbot, was ein bisschen doof ist. Also normalerweise musst du die Drogen da rausholen und nach Port Olisar bringen und da beim Admin verkaufen. Da verdienst du auch gutes Geld. So, du kannst aber auch nach Grimhex bringen, wenn du Crimestead hast. Das heißt, dann geht es halt immer meistens drum, wer schießt da wen ab und dann nach Grimhex fliegen und die Scheiße verkaufen. Hm. Ich habe auch schon überlegt, ob das einfach Sinn macht, dass wir uns mit einer Eclipse einfach dahin stellen. Und wenn die nach Port Olisar springen, dass wir die einfach abfangen und dann wegschießen. Hm, geht halt auch. Was, mit der Mantis oder was? Ja, mit der Mantis, genau. Ist halt auch eine Möglichkeit, ne? Das wäre ganz schön arschig. Das ist voll in Ordnung. Ja.
Bin's voll fair. Naja, auf jeden Fall, dieses Drogenlabor ist halt kaputt. Hauptsache, wir sprengen Leute hoch. Der Rest ist egal. Der Rest ist Latte. Geld wird sowieso gewiped. Ja, das Geld geht's auch nicht mehr. Ich meine, wenn wir jetzt so, wenn wir das irgendwann nochmal machen, dann treffen wir uns mal wirklich alle vor, im Vorfeld, dann mache ich einen Plan, dann besorgen wir ein paar Panzer vorher und dann machen wir wirklich, dass wir da mit 2, 3 A2s runterfliegen, da machen wir dann Ballistas und Centurions rein, die fahren dann über den Boden an und 2, 3 Leute machen Air Support, dann sieht die ganze Nummer ganz anders aus. Ja, dann kannst du da natürlich richtig Action machen, weil wenn du da erstmal mit 5, 6 Panzern unten stehst, da kann auch ganz viel kommen. Das ist dann aber egal, weil du schießt die einfach so aus dem Himmel. Ist das ein zeitlich begrenztes Event oder läuft das immer? Kommt immer mal wieder. Ne? Genauso wie Nine Tails Lockdown. Oder dieses Zero Threat. Nee, Xeno Threat, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist Nine Tails, ne? Xerox? Nee, Xeno Threat ist das, was schon Ewigkeit nicht mehr war. Das sind die Gang von Pyro. Mit einer Idris. Tatsächlich noch nie gespielt. Ja, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Bevor ich gespielt habe. Wenn wir richtig gut sind, können wir Critical Threats machen. Und die Idris halt wegklatschen. Das ist halt auch witzig. Oh, ich glaube, mein Stream hängen kann noch sein. Ich glaube, nee, Xenofred war das, wo man noch eine Javelin dabei hatte und so. Genau, irgendwie 3 Phasen und mittendrin müsst du, glaube ich, die Schiffe entern, ne? Also ich hätte es nur in dem Video mal gesehen. Da muss man irgendwas machen mit Looten von solchen Kisten. Aber ich habe es nie gespielt. Das ist aber witzig, dass Lennox hier drin ist, Christine. Ja. Um die Uhrzeit. Die Uhrzeit, muss ich erst mal morgen mit ihm sprechen. Ja, verprügeln, das Kind. Ah, der hat doch Ferien. Xerox? So, ja. Lennox. Ja. Womit fliegst du gleich rüber? Können wir zusammen fliegen? Ja, in 4 Minuten ist die Hammerhead da. Gleich die große, okay. Ja, wir nehmen jetzt extra die großen, weil wenn keine Erfahrung da ist, was Fliegen angeht, macht es ja Sinn, wenn wir die neuen Leute auf die Gunner-Position packen. Wenn wir Criticals bekommen, oder beziehungsweise High Threats. High Threats, glaube ich, das wäre jetzt erstmal richtig. Einfach mal um. Ihr könnt aber auch schon mal auf die Turrets gehen und die mal ausprobieren. Hier, so hat alle bei mir jetzt in der Carrick. Ist euch damit schon mal eingrooved? Ja, ich glaube, Turret links, rechts sind wir. Okay. Ah ja, die sind schon bemannt. Na, dann kann Chrissy, könnt ihr dann wieder auf den Remote Turret gehen? Schon oben drauf, ja. Alter, hier musst du gar nichts sagen, ey. Ich bin schon bereit. Ich muss mal gerade überlegen. Sag mal, Xerox, wo war nochmal Flares? Auf Flares. Der Tastatur. Ah. Auf der Tastatur. Ich glaube C. Nee, C war Autopilot. Flares H und J den Lautsprecher. Ja, ne? Ich meine auch. Ich habe das vorhin gedrückt, Alter, da ist nichts passiert. Du hast keine Flares angezeigt doch gerade, kann das sein? Auf dem Hub. Alter, kann das sein, dass ich nur von oben flaren kann? Weil ich von diesem Support sitze, der links ist von mir. Das wäre natürlich übel, ey. Deswegen konnte mich vorhin die Missile auch so weghauen. Alter, ich war hier am Drücken wie ein Irrer. Ich dachte schon, ich hätte mich in der Tastenkombi vertan. Ich habe die Carrick nicht genug geflogen, um das zu wissen. Ich habe mit der noch nie gefightet, ey. Ich fliege normalerweise eine Taurus. Ich glaube, oben hast du nur Navigationskontrolle. Nee, oben kannst du auch fliegen. Aber da kannst du keinen Quantum Drive fliegen. Genau, also Navigation. Das heißt, flaren wirst du wahrscheinlich nicht können, oder? Nur von unten. Ja, unten bin ich ja. Das will ich jetzt mal testen. Hast du mal nachbestückt? Munition aufgefüllt? Ich habe die ja gerade neu geclaimed. Ich gehe mal gerade nach oben. Ah, wir haben Threads da, das ist geil. Also können wir gleich Service Beacons machen. Albiozilla. Boah, mega, Alter, das läuft ja. Warum haben wir die? Das ist ja cool. Ich
gehe mal gerade auf die Upper Bridge und guck mal, ob ich das von da machen kann. Was ist der schnelle Quantum Drive für die Hammerhead? I don't know. Jetzt ist heißt frei, oder? Oh, ich gehe mal auf Aircool einfach. Also wenn es Stufe 2 ist, hat es XL1. Kicks ich glaube die Stufe 3. Ja, kein Plan. Das gibt's überhaupt nicht. Von hier auch nicht. Muss ich das echt jetzt von dem anderen Sitz machen? Das wäre ja doof. Ist ja ein Support-Sitz. Ja, das ist ja toll, Alter. Der kann ja die ganze Zeit nur warten. Einmal flaren. Einmal Chefs. Das ist mein Job. Warte mal, da gehe ich jetzt dran. Es sei denn, dass Port Olisar die erste ist, die im Spiel war? Ja, genau. Kenne ich noch aus ganz frühen Zeiten. Und ist auch die bald gesprengt wird. Ich glaube, die Carrie kann das nicht. Oder es ist wieder verbuggt, dass sie nicht equipped sind. Boah, jetzt, was willst du mit Obstructing? Ist doch scheiße. Ja, ich meine, das juckt mich jetzt bei den Sachen nicht so, weil so viele Raketen kommen da nicht, die mir da Aua machen können. Als Carrick. Ach. Oder kann ich das von den... Customizer ist verbuggt, ich kann eh nicht. Egal. Dann muss ich mit dem Langsamen fliegen. Also wenn jemand bei A-Corp mitfliegen will, Hangar 8. 08, jawohl. Alter, das hier, dass du dir hier mal einen Wolf suchst, bis du hier die Power-On findest, ne? Alter, gib mir das auf den Klüngel, ey. Kannst du nicht mit U oder I direkt einschalten? Nee. Beim ersten Mal nicht. Das ist so doof, ne? Das ist genauso wie bei der Mole, bei dem einen Laser. Da. Hier geht hier auch nicht. Boah, mein Humor. Carrick ist ein tolles Schiff. Aber wir haben auf ihre Critical Threats für 350. Das klingt doch Schaden. Gut. Ja, aber die Critical in die Idris, Alter, damit sollten wir vielleicht nicht anfangen. Lux, ich kenne mich da nicht aus, da sagst du mir, wo ich hingehen muss. Okay, keine Chance. Wo ist bei der Hammerhead das Cockpit? Vorne. Du hast einfach alle Schiffe ein bisschen nie geflogen. Ich finde das so geil bei dir, Alter. Ohne Scheiße. Ich bin die Hammerhead einmal geflogen, okay? Ich weiß, was ich jetzt nehme. Ja. Wir nehmen nicht die Carrick, wir fliegen gleich mit einer. Ja. Ich weiß, wie wir das machen. Wir fliegen gleich mit einer A2. Da haben wir auch Turret noch mit drin. So, jetzt müssen wir mal kurz nach Port Oli. Weiß einer, wo bei PO die Diskrankenstation ist, wegen Spawnpoint? Gibt es nicht. Grimhex musste gehen. Ah nein, ich werde gescannt. Dann warte ich, bis er mit der Carrick da ist und setze ihn dort. Ich überlege gerade, wie wir das machen, ey. Also, pass auf, wir haben ja Beacons da. Dann lass uns doch von PO... So, ist jetzt fertig da der Typ mit Scannen? Geht das nicht an. Oh, oh. Irgendjemand hat was Geklautes dabei. Stolen Property. Der will mich wegmachen. Warum? Ich hab nichts Geklautes. Will der mich verarschen? Ich hasse das Spiel. Ich hab Drogen dabei.
Echt jetzt? Nein. Aber ich habe auch keinen Crime-Stat. Er schießt doch nicht. Wo ist der denn? Schiff. Geht nicht richtig an. Mach den weg. Ursa. Wollen die dich direkt vom Himmel holen, sobald du ein bisschen betrogen bist? Nein, ich hab ja nichts dabei. Ich dachte gerade, was sagt der zu mir? Aber ich habe keinen Crime-Stat gekriegt, von daher. Passt auf, wir machen das anders. Wir machen jetzt Service-Beacons, haben wir ja gesagt. Dann lass uns doch, Kannst du mal fliegen? Kann mal schauen. Dann lass uns Crew L1 auf der Ambition Dream gerade in Spawnpoint setzen. L1, dann... Crew L1, ja, das macht am meisten Sinn, weil dann können wir von da die Schiffe nachspawnen und fliegen dann hier immer die Service-Beacons an. Das müsste doch funktionieren. Weil sonst, wenn einer drauf geht, weil die Carry können wir nicht benutzen, das ist einfach scheiße, das Ding. Weil wir können es probieren. Irgendwann ist jetzt wieder aus dem Sitz ausgestiegen. Für die Zukunft übrigens habe ich gerade festgestellt, es gibt einen Waffenshop auf PO. Ah, okay, super. Gut zu wissen. Sag mal, Xera, größter Anschalter. Sollte R oder U sein? R. Dann geht alles an. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Hangar ist. Oh Gott, wie komme ich jetzt zu dem Landing Pad? Hangar ist offen, ja. Alle voll. Ah! Was tun wir hier? Aber sehr vorsichtig hoch, wenn du ganz leicht zur Seite gehst, dann rammst du ein paar von den Waffen ab. Ein Speedlimit da drin. Dual 1 ja auch, ne? Dual 1, ja. Ein kleines Tutorial. Ich habe noch nie eine A2 als Bomber benutzt. Ich habe sie. Aber ich habe noch nie gebombt. Wie mache ich das? Du musst die Keybinds erst setzen, glaube ich sogar. Ja, ich glaube auch. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber wenn du eine A2 hast, dann könnten wir die A2 nehmen. Warte mal, die A2 hat doch... Die hat vier Turrets dran noch. Ja, ich meine ja, ne? Die hat die zwei großen Knarren, das Heck und das Front-Turret. Ja, Mann. Alter, das ist geil. Die A2 nehmen wir. Das ist richtig gut. Xerok, wieder tauschen? Ja. Wieso kriege ich hier keinen Pip-Point? Das ist voll die Scheiße. Cruel 1 hat man jetzt gesagt, ne? Mhm. Ah, A2 richtig gut. Premium. Bomberpilot und so. Jetzt habe ich einen Punkt. Oh, nach. Nein, die ist ultra strong, ne? Die ist ultra strong, die A2. Gerade für das, was wir jetzt vorhaben. Bomben, viel Platz. Ah, jetzt nee, die Turrets sind der Hammer. Die hat ja hinten Turret-Raum. Jetzt lässt er mich schon wieder. Ich würde die Turrets als ineffizient bezeichnen, aber ja. Weil du halt nur eine Knarre pro Turret hast. Nochmal. Bei der A2. Die hat halt eine Person für eine einzelne Waffe. Ja, das ist so. Ist halt ein bisschen. Du brauchst halt ein bisschen zu viele Personen bei der für den Damage. Also, wenn du gleich Crew L1 bist, dann spawn die bitte direkt, ne? Die A2. Die dauert ja bestimmt ein bisschen, bis die da ist. Ich hoffe schon über der Station, weil ich wohne da quasi. Ach, geil! Ich kann überhaupt keine Route mehr setzen. Wegen Mining halt. So. Was machst du dann hier? Arkel 1 ist die Station für Mining. Nee. Wenn da alle sind, dann bin ich lieber woanders. Schisser. Seros, ich glaube, der Autopilot ist noch an. Also voller Schub und die Energie ist noch auf den Schilden. Das kannst du noch zurücksetzen. Ah.
Nee, ich da muss ich rein. Gedacht, Grimax finde ich halt geil, um zu spawnen. Ich finde Grimax cool. Ja, ist so. So nervt, aber wenn ich halt auf Arc bin, Refinery, die haben die Gunshops, die haben alles Mögliche. Multitools. Das auf Arc L1 oder Crew L1? Ich meine Crew L1, genau. Okay. Das ist halt das bessere Grimhex, ist halt sauber. Keine kaputten Elevators. Aber wo minerst du denn dann? Im Belt oder was? Ja, ja. Okay. Es gibt auch so einen Chart für den für Crew, von Crew zum Belt. Ja, hab ich auf dem Discord auch drin. Also weil die meisten das nicht machen, dachte ich mir halt, gerade fürs Update mache ich das von hier. Ich versuch's einfach mal. Gut, können wir jetzt erstmal aussteigen? Disco Pogo, Ringelingeling. Oh Junge, meine FPS sind irgendwie übel schlimm. Ja, frag mal bei wem noch. Ich brauch dringend den Gen 12. Ich brauch der soll ja gar nicht so viel bringen, so. Ah, es kommt halt auf die Hardware an. Wenn du eine ziemlich starke CPU hast, dann bringt er dir recht wenig. Weil du eh mit der Grafikkarte limitiert bist. Gut, dann hilft das vielleicht. Aber wenn halt dein Render-Thread das langsame ist, dann bringt's was. Wenn du mit der Grafikkarte limitiert bist, dann brauchst du auf Wolken warten. Dann sitzen wir jetzt hier unseren Spawnpoint. Chrissy, ne? Ich bin auch auf dem Weg. Dann nehmen wir eine A2 und eine Hammerhead. Das soll doch wohl funktionieren. Wenn du damit einverstanden bist, würde ich die A2 dann fliegen? Ja. Wenn du eine A2 fliegen willst, auf jeden Fall. Okay. Ist die A2 nicht der Frachter, der Vetter? Ne, ist die C2. Also der Bomber. Die A2 ist der Bomber und die hat aber hinten 5-6 Turrets drin. Oh, geil. Ja, die hat, warte mal, die hat 1, 2, 3, 4, 5 Turrets. Ja, die hat ein paar Size 5 Waffen einfach dran, das ist ziemlich stark. 3100 DPS pro Turret. Damit ballerst du alles einfach mal so weg. Also wenn einer ein bisschen fliegen kann, dann funktioniert das. Also wir setzen uns Spawnpunkt hier. A2 hat 13.000 DPS. Ja, das ist total krank. Die hat leider Kanonen drauf, ne? Wenn wir die noch auf Repeater umbauen könnten, das wäre halt übelst geil. Die hat halt mehr als eine Hammerhead. Bitte? Also ich bin Hangar 10 mit der A2. Ja, wir müssen gerade unseren Spawnpoint setzen. Ich muss erstmal hinkommen. Ich weiß nicht, ob es hier Waffen dafür gibt, ehrlich gesagt. Ich kann gleich mal nachgucken, aber ich glaube nicht. Nee. Transfer. Ja, er hat halt Kanonen, das ist halt scheiße, ne? Aber wenn du da Laser-Repeater drauf machst. Ja, dann geht die auch wieder unter die Hammerhead. Ja, die DPI schon, aber trotzdem triffst du damit besser. Naja, weil du kannst halt immer feuern. Du musst halt nur laden dann so. Das ist halt schon krass, auch die. Oh. Was hat die für Schilde? Ist jemand gerade auf Aircool? Vielleicht kann jemand gucken, weil. Ich weiß, halt 3 hat die A2. Area 18 und New Babbage. So, und die Hammerhead. Also die hat die gleichen Schilde wie eine Hammerhead. Ja, die hat zweimal 100. 110.000. Das ist auch anders als bei der C2. Die C2 hat nur einmal 110, ne? Glaube ich. Ja. Glaub schon. Ne, hat auch zweimal 100. Ja, also Schiffswaffen gibt's hier nicht. In dem Port. Nee, alles gut. Wir fliegen jetzt mit Kanonen. Das soll wohl trotzdem funktionieren. Ja gut, die A2 hat halt viel weniger Hallleben als eine Hammerhead dann im Gegenteil. Ja, egal. Also, wo bist du mit der A2? Nase. Am Arc, am Crew L1, wo ihr seid. Ja, Hangar. 10, glaube ich, war es. 10, okay. Ist warten wir auf Mario. Kann jeder eigentlich jetzt benutzen. Mario kommt auch noch, bestimmt. Warte ich mal nochmal auf. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie viele Leute bist du jetzt an der Hammerhead? Aua! Hör auf, hier rumzurennen!
Ich bin jetzt bei L1 angekommen. Ich sitze noch den Respawn Point. Okay. Dann lass uns mal kurz überlegen. Wir packen jetzt erstmal ein paar Leutchen hier drauf. Die Hammerhead hat wie viele Turrets? 4, ne? 6 Turrets hat die. 6 sogar. 4 Seite, hinten und oben, glaube ich. Wir sind 8 Leute, also machen wir eine 4-4er-Crew? 4 Leute hier rein? Das hinten ist unnötig eigentlich, das hintere Turret. Ja, wir machen jetzt 4-4 hier drauf und fertig. Also 4 auf der Hammerhead, 4 auf der A2. Ich würde die A2 fliegen, C-Rock fliegt die Hammerhead. Und wer, also ja. Neben mir, der Pilot ist hier noch drin, wem gehört die? Mir. Mir ist wer? Bio. Was? Bio. Bio. Leise Biozilla. Bio. Also Bio meiner einer und Chrissy würde ich hier noch mit drinnen lassen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir Spaten noch mit drin. Wer ist oben noch? Und Mario. Mario, gehst du noch rüber dann mit in die Dings? Dann bleibt Spaten noch mit hier drin. Ist das okay? Kann ich, ja. Perfekt. In welchen Hangar muss ich? Der ist noch nicht da, der kommt jetzt gleich. Okay. So, ja, alle hier auf der Dings folgen mir einmal. Das Nose Turret wird von oben bedient, glaube ich, ne? Ja, das Nose und das Back Turret sind, glaube ich, im Cockpit, die beiden Sitze. Genau, dann nehmen wir Nose. Einmal mit nach vorne, da würde ich... Wer kann ein bisschen schießen? Bisschen. Okay, dann kommst du mit nach vorne. Und hier ist der Turretraum. Wer schießen sollte, sollte eigentlich die Großen unter den Flügeln nehmen. Ja, genau. Jetzt muss ich überlegen, welche das sind. Ja, was heißt, wir schießen? Stimmt, pass auf. Dann geht Chrissy nach vorne. Dann kommt Bio, komm du nochmal hier hinten rein. Jetzt muss ich mal gerade mal gucken, welches Turret welches ist. Chrissy nimmt dann das Front-Turret. Wo du da jetzt gerade sitzt? Nee, das Front ist gleich vorne bei mir im Cockpit. Ja. Ich finde ja auch irgendwann das, den On-Schalter. Toll. On-Schalter kannst du normalerweise mit F und dann Rechtsklick schneller finden. Über das Radmenü. Hat? Das geht? Ja, du kannst. Wohin soll ich denn kommen? Cockpit dann wohl. Bist du schon auf der A2 drauf? Meinst du nicht? Du hast dich gerade auf... ich habe mich gerade registriert hier. Genau, du gehst mit auf die Hammerhead. Wir sind ja 8 Leute im Stream, ne? Das bedeutet, welcher Hangar? Dauert noch, der kommt gleich. Es sind noch 10 Millionen ungefähr. Ich krieg das Ding nicht an. Jo, Mario. Hallo. Da war was. Ah, Power on, da ist es. Hä? Ah, Enter Remote Turret, okay. Hier ist die Omnisci 15 drauf. Die A2 ist so geil, die werde ich noch mal holen. Also ich finde gerade voll nicht den Knopf für Enter Remote. Was zahlst du für die A2? Finde ich gleich 15. Ist ah ja, hier. Ja, die kostet 5,5. Also, wenn ihr nur 70 Armor habt, ist das falsch. Also das, wo ich drin bin, ist das falsche Turret. Das bitte nicht besetzen. Das ist wahrscheinlich die hinteren. M7A, das ist richtig. Genau. Und das kann rundrum schießen. Ja, perfekt. Wo denn? Da, wo ich drinne sitze. Das nimmt einer bitte. Ah ja. Dann steigt mal aus. Ja, schon dabei. Das ist dann bestimmt das andere. Weil damit habt ihr 3100 DPS. Das andere hat nämlich nur 1500. Ja, genau. Das ist das zweite.
Und rein kommst du auf den mittleren Knopf auf dem Bildschirm. Ins Turret. So, Chrissy kommt mit mir. Das ist jetzt voll die geile Planung, das geht gleich voll in die Hose. Aber du musst mir gleich noch einmal Landeerlaubnis, Starterlaubnis, glaube ich, holen, ne? Ich weiß nicht, ob du das aus dem Turret raus kannst. Du nimmst auf dem da Platz, auf dem hier? Müsste das sein, ne? Ja. Und dann nimmst du das Front-Turret, nicht das hintere, sondern das Front. Oh nein, er hat falsch schon drin geparkt. Nee, ich bin einfach gelandet drin. Ich hab's nicht respawned quasi. Erstmal also finden, wo hier. Du wirst rausfliegen, ist doch kein Ding. Ja, probier mal gerade, ob du eine Landerlaubnis bekommst. Scheinbar nicht. Ich hab zwar ein Hotkey, aber das geht hier nicht von der Station. Ja. Ich kann mal gucken, ob ich das hinkriege, wenn ich übers Menü gehe. Oh doch! Doch hier. Geht! Echt? Scheint. Ja, was hat er gerade gesagt? Ja, die Tür ist zu. Bitte nur nicht schießen, ne? Nur wie komme ich denn in die Gunner-Sicht da rein? Ja, dann lass mich einmal als Pilot kurz, weil geht sonst. Warte mal, geht das? Mal was ausprobieren. Macht er nicht. Ja. Macht er was? Ja. Okay. Echt? Ja. Ah, dann hat's über einen Funk. Über einen Funk hat's funktioniert. Ja. Naja. Dann wie komme ich denn in die Gunner-Sicht rein hier? Mittlerer Knopf. Oder, wer hat jetzt gerade gefragt? Chrissy, ne? Ja. Musst du einmal gucken. Irgendwo geht das. Power off. Ich bin heile rausgekommen. Das ist ja ein Wunder. Oh, jetzt muss ich docken hier. Ach, stimmt, ich bin ja eine Hammerhead. Guck mal, das ist eine Moderate Threat. Geil, Alter. Die kommen hier sogar rein. Mega da vorne. So, dann. Ich hab hier nur Power Off. Überall. Ja, zeig mal gerade. Ich guck mal gerade. Welcher war nochmal der gute Turret? M7A oder was? Ja, genau. Okay. Gunner. Auf der rechten Seite, wenn du F drückst, auf dem rechten Bildschirm. So, warte mal, dann bist du auch schon im Front-Turret. Ja. Das hat jetzt in 2 Sekunden gefunden. Du musst F drücken. F, also rein, dann F drücken und dann wirklich von, also rechts neben dem Bildschirm ist ja dieses Panel und in der Mitte von dem Panel. Da ist dann Enter. Enter Turret steht dann da. Ah, mal da. Hey Leute, meine Frage, spielt ihr alle Maus, Tastatur oder was? Ich tatsächlich schon, ja. Ja, ich auch. Ich bin auf Dual Stick. Ich habe mir diese Thrustmaster geholt, ich finde die echt scheiße. Ja, die sind auch billig. Ich hab die auch, ich benutze auch nicht. Ja, ich weiß nicht, diese Kacke. Vor allem zu wenig Knöpfe. Und eigentlich will ich die Maus haben, weil du brauchst die Maus sowieso. Ja. Also ich denke halt drüber nach, Maus und linker Stick oder was weiß ich. Also ich flieg schon mal nach Crusader. Hallo? Hallöle. Hallöle. Herzlich willkommen auf Chaos Discord. Vielen, vielen Dank. Ich war gerade gestern schon gestreamt, du hast mich schön wegignoriert. Alter, ich hab. es tut mir leid, wir waren hier gerade so. Justin! Ja, kein Ding. Ey, kein Ding. Was geht denn hier? Braucht ihr noch viel? Ja, sicher, Alter. Da kommt der jetzt erst. Ja, komm ran. Okay. Sicher, eine Frage. Ist ja noch früh, halt zwei. Emma hat Dock gerade am Docking-Port.
Und ich komme jetzt rein mit meinen Thrustmastern, die ihr alle scheiße findet. Ja, so. Du bist ja auch... Nee, ich weiß halt einfach nicht, wie die sind. Ich hab die, die stehen hier rum, zwei Stück, und die Software funktioniert nicht mal. Wenn ich die beide anschließe und Target lade, ein Profil lade, dann sind die kaputt. So, kein Plan. Was soll das? Also ich kann dir gerne helfen, irgendwie die aufzusetzen. Ich habe zum Beispiel auch Custom Keybinds. Ich habe so, Multilayer-Keybinds. Das Ding ist, sobald Target die als eins zusammen... Docking Port, ich weiß nicht welcher. Die gar nichts mehr bei mir. Also das hat... Keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, nur zwei. Es geht gar nicht um Keybinds. Ich kann gar nichts machen damit. Ja, müssen wir mal gucken. Es gibt vier Stück. Ja, ich bin auf dem Weg zum... Alter, kann die unendlich weit lange schießen? Was ist das für eine geile Knarre, Alter? Ich probiere was. Mit eins. Bei Crawl One, oder? Ja. Oh, öffne dich. Genau, schießt mal alle. Alle, die schießen können, schießen jetzt mal. Alter, wie das aussieht, ey. Star Wars Moment hier. Alter, voll geil. So ein Dockingport ist ja richtig geil hier. Docking Pad 2 ist es. Wie kommt man denn zu dem Docking? Blades kommen irgendwann, okay. Dann ist vorbei. Ich kann einfach permanent schießen. Das Problem im Docking Port ist halt, dass jeder an der Station einfach in ein Schiff reinlaufen kann. Ja. Nice. Und du kannst ein Schiff nicht storen, wenn es am Docking Port ist. Das heißt, du kriegst gar nicht in die Station rein, ja? Nee, also das Problem ist, die 890, die passt auch in keinen Hangar bei der Station. Aber die Hammerhead wird theoretisch in den Hangar passen, aber du kriegst immer einen Docking Port, solange nicht alle besetzt sind. Das heißt, du kannst deine Hammerhead nur an Planeten und Grimhex storen. Sollen wir Waffen jetzt mitnehmen? Außer Orison, da kriegst du auch immer einen Docking Port. Brauchst du nicht. Also wir hoffen, dass wir... Warte, ich wollte meinen Spawnpunkt hier noch setzen, ganz vergessen. Also ganz wichtig, nehmt bitte alle Call to Arms an. Braucht Basti, braucht Chrissy jetzt nicht mal. Ich will mal Basti sagen, total Elsen. Ganz kurz, was wollt ihr jetzt genau nochmal machen? Wir machen jetzt erstmal ein paar Critical oder ein paar High Threats, damit die Jungs da mal reinkommen. Und eventuell, wenn wir Bock haben, übernehmen wir nachher noch Jump Town. Wenn wir merken, dass wir funktionieren. Irgendwer teilt die noch? Ich teile gleich, ja. Boah, dafür muss ich echt aus dem Turret aussteigen. Was ist das denn? Wo ist hier das Krankenhaus? Ah, da. Also bei mir, Mario, bei mir ist da Weltall. Ich weiß ja nicht. Also jetzt könnt ihr alle mal Ü. Jetzt könnt ihr alle mal Ü drücken. Komm, wir nehmen mal seine Brücke auseinander. Ganz wir kurz, ich mal... hätte auch IAT-Bounties. Aber ihr macht jetzt gerade Service-Beacons, oder? Ja. Kannst du noch mal teilen? Mhm. Sofort. Laufstatt. Ja, war gerade kein anderer da, nur mal um warm zu werden. Die arme Low Threat. Ja. Das ist ein Moderate. Nehmen wir die. Ich claim mal nur für den Fall eine Retaliator hierher. In einer Cloud des Service Beacons. Das ist scheiße. Ach, ich wollte auch claimen, verdammte Scheiße. Also, wenn da irgendwas steht mit alles bis zur Critical, dann nehmt die bitte einfach mal an. Ne? Also, wenn ihr seht, dass da eine Threat kommt, dann drückt ihr einfach Ü und nehmt die erstmal an. Dass wir immer welche haben. Ich habe hier acht Service Beacons. Ja, bis auf eine Critical, nimm die höchste an, die du hast. Moderate und High habe ich hier. Nimm die High an. Habe ich zwei Stück, nehme ich beide an? Nee, eine nur, die wo mehr Geld gibt. Und danach musst du die sharen. Jetzt mit euch? Genau, die sharest du dann. Habe ich gemacht. Ja, guck mal. Das ist nämlich immer, irgendeiner kriegt die immer und die anderen kriegen sie nicht. So. Und da fliegen wir jetzt hin. Kannst du auch nochmal deine sharen oder machen wir jetzt meine? Nee, wir machen deine. Okay. Die andere ist scheißegal. Bin jetzt in der Lobby, ihr könnt mich jetzt anladen. Wenn alle in der Hammerhead sind, Bescheid sagen. Ich glaube, ich bin drin. Ich glaube, ich war der Letzte, ja. Alle drin?
Ja. Ja. Gut. Okay, dann sag Bescheid. Du kannst ja auch direkt hinspringen. Ich hätte hier einen Turm, das wäre der Turret. Links. Geht am besten in die beiden linken und den oberen. Wir haben ja drei Leute, oder? Dann gehe ich mal nach oben. Drei Turrets hast du, ja. Ich glaube, ich bin jetzt beim Eingang direkt nach links gelaufen. Und jetzt, wo Justin noch da ist, können wir auch Criticals gleich machen, ne? Das müsste Justin, auch funktionieren. Ich hätte auch noch eine Hurricane, mit dem ich halt die Mom reinpacken kann. Besten. Aber der Turret ist doch F drücken und dann den Stuhl benutzen, oder? Weil das funktioniert bei mir nicht. Du musst den halt anschalten, ne? Power on. Ey, was ist das? Ich kann mich in den Stuhl gar nicht reinsetzen. Ja, wir werden impounded. Ich kann nicht fliegen. Warum kann ich nicht fliegen? I don't know. Kannst du auch in den Stuhl nicht rein? Wir fliegen da jetzt schon mal hin und schießen uns mal ein bisschen warm. Mal gucken, was da passiert. Bis die anderen da sind. Ich hoffe mal, wir gehen dabei nicht drauf. Ich bin auf einmal in der Station wieder. Ja, wir wurden gebraucht. Ja. Weil ich nicht wegfliegen konnte. So. Was ist mit der Hammer noch raus? Die sind alle in der Hammer gewesen, oder? Ich spawn sie nochmal. Hätte jemand ein anderes Schiff für mich, damit ich irgendwie noch einen Bomber mitnehmen kann oder sonst was? Mir ist das egal. Ich habe eine Retaliator hierher geclaimed. Also ganz kurz, Feuer frei, ne? Muss ich bezahlen? Könnte auch jemand in meine Hurricane mitnehmen. Wow, Grüße an die FPS, was geht ab? Oh, da ist etwas. Docking Port 2, hop hop. Die Hammerhead? Ja. Soll ich jetzt mitkommen oder was anderes mitnehmen? Alter, wir kriegen hier ganz schön auf die Fresse gerade, Alter. Ich folge dem Mann mit den fetten Knarren auf dem Rücken. Soll ich jetzt mitkommen? Eigenes Schiff? Wie sieht's aus? Ja, nimm mal ein eigenes Schiff gerade. Wir sind gerade schon im Fight. Also, erstes Target ist die Valkyrie vor uns. Wie du willst. Major Torque Imbalance, jetzt schon. Alter, was schießen die uns? Boah, Alter. Aua! Wir werden das wahrscheinlich gleich gar nicht überleben hier. Sind da auch kleinere Schiffe oder nur große? Nee, auch kleinere. Dann sind die mal. Okay, ich probiere wieder linker Turret. Und diesmal kann ich ihn auch benutzen. Ich glaube, die Station ist leer, also wir sind alle da. Alle drei drin? Gut. Alter, wir brauchen hier eine halbe Stunde für eine Valkyrie. Also, Ziel ist die Valkyrie vor uns, ne? Ihr dürft nur auf die Captain. Ihr dürft nur auf die schießen, wo auch der Pip-Point so groß genug ist, dass ihr die treffen könnt, ne? Kann man die Schiffe nicht eigentlich anvisieren? Das nee, ihr müsst das manuell fliegen. Der Pilot kann das mit 1, 2 und 3 gedrückt halten. Alt F1, Alt 1 oder was war das? 1 gedrückt halten. Dann hat eigentlich jeder eine 1 unter dem Ziel. Kann aber nur der Pilot machen, nicht. Hab ich gemacht. Ihr müsst mitschießen, Freunde, ne? Anvisieren. Hallo? Ja. Haben wir eine Turret Gunner? Schießt ihr? Vielleicht leckt dir der Server gerade aus, bei mir geht die Tür gerade nicht auf vor der Nase. Was für eine Tür? Lambert. Ich glaube, das sind 30. Ja, meine auch. Ja, drin. Ist, glaube ich, 30. Komm. Ist nur ein sehr krasser Leck. Echt jetzt? Ja, ich hab ey, dieses Spiel, ey. Gut, dass wir alle da uns gespawnt haben. Mit 3,18 PTU ist stabiler als 3,17. Bestimmt. Hey, Manuel, danke. Alle wieder Spiel beenden. Ah, das ist doch scheiße. Gerade wo wir anfangen. Game neu starten. Ich hasse das. Da will ich lieber gleich noch Vulture Form. Ja, das ganze Setup hier, die ganzen, weiß nicht, 30 Minuten, alles nochmal. Geil. Ja, gut, jetzt sind wir alle da. Wir haben ja alle Schiffe da. Ja, das müssen die echt fixen. So. Jetzt weiß jeder, was er zu tun hat. Jetzt dauert das ja nur 3 Minuten, dann sind wir wieder drinnen.
Ich würde sagen, alle Schiffe sind doch da und passt doch alles, oder? Das ist alles gut. Was geht jetzt, Watz? Solange die Service-Beacons jetzt noch da sind. Ja, bei so vielen Leuten hat immer einer Service-Beacons. Das ist halt der große Vorteil. Das ist halt auch irgendwie, ne, irgendeiner kriegt immer als erstes die Service-Beacons. Die anderen kriegen die nicht. Ich habe jetzt gerade die High-Threads gar nicht bekommen. Du hattest die sofort angezeigt. Das ist halt total komisch. Moin, moin. Moin. Ja, einen wunderschönen. Basti! Ich würde an der Stelle rausgehen. Axti! Okay. Ich komme da ja gerade eh nicht so hinterher. Ich wollte noch ein bisschen mit einem anderen Kollegen WoW spielen. Nee, kannst du machen, alles gut. Ich würde das ja auch nochmal in Ruhe machen dann. Ja, machen wir. Weiterhin eine Party. Ja, alles gut. Viel Spaß noch, ne? Tschüss, ja, auch. Ciao. Das ist ja auch da. Jo. Ja, sag mal, Serok, hast du letztes Mal irgendwo im Stream irgendwie gestört gehabt? Kann das sein? Was? Hast du bei irgendeinem Streamer letztes Mal irgendwie gestört oder so? Wurde es kaputt geschossen, den, ne? Oder verwechselt die gerade mal jemanden? Basti, wir sind live, ne? Ich weiß. Egal. Ich war länger nicht mehr im Straße-Dissen drin, außer halt PTU. Okay. Ich habe nicht mal bei AI mitgespielt, ich habe nur einen gekauft. Spielst du mit, Basti? Jein. Was macht ihr überhaupt? Wir sind gerade mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuten und mit Service Beacons anfangen und dann eventuell Jumptown rein. Ui, Jumptown, das hört sich interessant an. Mal gucken, was so geht. Im Moment machen die Server nicht so wirklich mit. Nicht? Basti, du könntest immer eine Hurricane mit rein, wenn du Bock hättest. Ah ja, natürlich. Ich spiele weiter mit einer Gladius. Nee, komm, ich gehe mal mit dir mit rein. Was ist denn hier los, hey? Nice. Sei denn, du möchtest aber den anderen in die Hämmer halt. Ich möchte jetzt irgendwie nicht jemanden was wegnehmen. Wir sind jetzt 3 Leute in den Dings. Dann warten wir gerade noch, dass Basti auch da ist. Dann ziehen wir den gleich mit rein. Wo muss ich hin? Sind wir jetzt? L1. L1, cool, L1. Noch einer, Alter. Was ist denn hier heute los, ey? Voll geil. Ja, volles Haus hier. Mahlzeit. Ich hab's eigentlich gerade aus Versehen drauf gedrückt, aber. Du mach doch nichts, du bist doch hier, Mensch. Mach doch nix. Was setzt ihr her für das, Mensch? Mein Gott. Bin ich richtig geil, ey. Richtig cool. Ja, herzlich, ne? Marc, herzlichen. Hi. Wolltest du auch mitspielen? Ich denke mal, ich kann alles da sitzen. Yep. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Chill. Motivation. Wir wollen gerade ein bisschen fighten, wollen wir. Ja, okay. Ich habe was zum Campen, was Kleines. Was ist er denn? Du. Das ist noch nicht online. Habe ich dich nicht in der Liste eigentlich? Warte mal. Was ist das eigentlich? Ich glaube, wir haben einmal gespielt in Arena Commander. Marc, dich habe ich noch nicht als Freund geedit, glaube ich, ne? Kyrie oder Marc Wolf heißt das Spiel. Hattest du nicht? Wir haben damals Arena Commander versucht, aber die Server waren down. Ah. Was da passiert, kenne ich nur woanders her. Echt? Ja, von Pascal. Ach so! Jo, stimmt. Richtig. Dachte genau, du warst ganz neu in dem Spiel, ne? Oder? Nicht so neu. Ich hab dir einen dicken Asteroiden beschert, den du dann, wo du, glaube ich, einen Livestream gemacht hast. Ja, den ich nicht hinbekommen habe, wo du mit deinem Modulchen dahin gegangen bist und hast da gemacht und ich stand da mit meinem Schiff und hab zugeguckt. Ja, ich stehe mit der Maul da und krieg den Asteroiden nicht gekratzt. Du stehst da mit der Prospekte und machst den Asteroiden klein. Und ich bin auf dem Boden gelandet und guck dir zu. Ah, stimmt eigentlich, hier. Ja. Captain ist oder Quantanium mal verarbeitet inzwischen. Ach, immer. Ich habe glaube ich, noch einiges in der Raffinerie tatsächlich. Das sah lustig aus. Die Maul packt daneben auf den Boden und die Prospekte holt, machst den 8000 Asteroid. Marc, ich hab dich eingeladen, ne? Hab ich bei dir eigentlich ein Video auf dem Kanal jetzt gelesen? 7000er Asteroid Handmine? Ja. Okay, dann hatte ich mich doch nicht verlesen. Kannst du dich angucken, hab ich ein Handmining-Tool aufgemacht.
Habt ihr das gesehen, das Video Basti, von dem Typen, nicht Basti. Der mit 14 Waveshift einen Asteroiden gemeint hat? Nee, 15. Ohne irgendwelches Mining. War das mein Asteroid gewesen? Nur Waveshifts. Ja. Wie lange hast du tatsächlich da hatten wir letztens bei uns in der Orken gemacht. Das dauert absolut nicht lang. Das Ding ist, guck mal, Starbucks hat halt das Video gemacht. Und daraufhin kam ich auf die Idee. Ich hatte halt noch um die 6 bis 10 Millionen auf dem SC-Account. Und habe dann einfach 300 Waveshifts gekauft, insgesamt von 6 Millionen wert. habe dann alle Ork-Kameraden Bescheid gesagt, yo, ich mache einen Mining-Montag. Dann waren wir da mit 20 Mann. Sind auf den Planeten geflogen und haben gesagt, ey, die Prospector ist im Arsch, wir müssen ein bisschen nachhelfen. Sind wir da rausgegangen mit Tractor-Beams, mit allem Möglichen, haben die Kisten da hingeschmissen. Haben 8 Tonnen Steine dann mit Waveshifts zugeklustert und dann halt einen haben wir dann aufgemacht, ne? Am Ende hatten wir dann eine volle Prospector mit Agrizium oder Terranite für ungefähr 80.000. Waveshifts oder Waveshifts? Waveshifts. Ja. Das sind das? So Module, die du halt. Das sind Module, die sind seit dem letzten Patch dran, dann machen die halt das Grüne so größer und so weiter. Du musst halt da dran klatschen mit der Hand. Und genau beim 15. ist der grüne Bereich halt voll gefüllt. Und dann brauchst du nur einmal ein ganz bisschen Energie und dann füllt er sich komplett von alleine weiter voll. Jo. Das heißt, du kannst mit dem Handmining-Tool hingehen, einmal so butt machen. Und dann musst du rennen. Nein. In meinem Video, ich stand da genau neben. Ich dachte, das funktioniert nicht. Und dann stehe ich genau am Stein und dann platzt der. Und ich so, Ja, einer von unseren Leuten ist auch leider jetzt dem Mining-Gott unterfallen. Der hat sich dann geopfert. Aber ein Zeller-Plus-Event auf jeden Fall. Preise den Mining-Gott. Ah, ich komm mit. Ich habe schon oft genug meine Moll geopfert beim Mining. Einmal ist mir der Reaktor fliegen gegangen beim Mining, weil das Asteroid explodiert ist. Passiert. Ah, ganz kurz, Basti, wir gehen jetzt in die Hurricane. Mhm. Ja, warte mal, ich muss mal gucken, wo ich überhaupt bin. Das ist viel wichtiger. Also, ich bin noch Microtech wahrscheinlich. Wir spawnen uns alle auf Crew L1 nochmal, ne? So. Ja. Gut, dann muss ich und alle, die jetzt hier sind, teilen sich jetzt auf Hammerhead und A2. Ich hoffe, wir machen nichts am Boden. Ich habe jetzt keine Rüstung und keine Rucksack. Nee. Erstmal nicht. Aber ich hätte auch zur Not für alle alles dabei. Ich habe die Carry komplett voll equipped für Jumptown. Spartan hat keinen Helm, den solltest du aufziehen. Warum hast du keinen Helm an? Weiß ich nicht. So. Ich habe meinen gerade verloren. Locking Pod 2 ist die. Was ist ja wieder mit dem Spiel? Hammerhead. Die Hammerhead? I'm on my way. Hangar 14 für die A2, Leute. Jawohl. Ganz kurz, Basti, was hast du für einen Quantum Drive? Dann würde ich vielleicht das schon mal reingehen mit der Gladius oder noch warten. Ich habe, glaube ich, keinen guten, glaube ich. Achso, warte mal, ich ziehe mir mal gerade meine Schiffe hier hin. Ich komme mit der Titan rüber halt, ne? Ist die A2 kleiner oder größer als die Hammerhead? Ja. Kleiner, glaube ich. Kleiner bisschen. Ja, deswegen landet die Hammerhead jedes Mal im Dockingport. Ne, die Hammerhead passt tatsächlich in den größten Hangar hier rein. Aber du kriegst immer einen Dockingport mit der. Solange Dockingports frei sind. Und das ist beschissen. Genauso wie du mit einer 890 auch solange Dockingports in Horizon, keine Ahnung, was sagt, frei sind, kriegst du die auch, dann kannst du nicht storen. Ich sag immer Horizon, aber keine Ahnung. Horizon. Kannst schon mal mit der Dings, beides. Du kannst schon mal den Port aufmachen, also vorne das Ding. Das war gleich nicht mehr wegen Landeerlaubnis, Starterlaubnis. So, rechter Turret ist ready. Sind alle ich in der Himmelhead? Ich bin auf Microtech, ich muss erstmal dahin fliegen. Negativ, ich warte, ich bin noch auf. Bist du schon hier? Justin, bist du schon hier? Wie? Ich bin bei Cruel One, warte auf Basti für eine Hurricane, damit wir die Kleinen von euch weghalten können. Ja, dann lass uns jetzt erstmal die Dings eine Medium machen. Die A2 steht 14, ne? Ja, ich hätte eine Medium, 18.800 Moderate. Ja, mach mal, nimm mal an. So, ja, erstmal, dass wir ein bisschen reinkommen. Ja, ich würde alle Ü drücken. Ich will mal, wenn die Scorpion wieder am Sale ist, dann mal die wieder die holen. Ja, die ist geil. Und Call to Arms neu annehmen. Nicht vergessen. Ja, genau. Oh, guter Tipp. Tür geht auf, oder? Kann immer noch nicht losfliegen. Irgendwie gehen die Triebwerke nicht. Alter, weißt du, wie viel. Ich habe 17 Service Beacons.
Mhm, ich muss erstmal mein Inventar ein bisschen leer machen. Ich hab eine Ei, ich nehm die mal an. Aber wir machen erstmal die Moderate. Alles nehme ich hier nicht. Okay, ich finde schon wieder ein anderes Schiff. Kann es sein, dass ich schon wieder verbuggt, dass wenn ich abdocke, gehen meine Triebwerke nicht an? Ja, ich bin wieder in der Station aus der Hammerhead rausgeflogen. Ja, ja. Wir müssen was anders machen. Wir müssen ein anderes Schiff nehmen. So, vielleicht sollen wir uns mal wer anders ablegen. Wir wollen jetzt ja auch nicht starten von der Station aus, aber bei mir ging's. So. Okay. Halt. Geh wieder auf. Okay, jetzt haben wir nur, lassen wir den vorderen Nose Turret frei und nehmen nur die beiden unteren mit, ne? Also ihr seid, habt jetzt die unteren beiden Turrets besetzt, richtig? Ja, ich bin dann so. Ich schon. Oh, gerade die Schiffliste durch nach was anderem. Ja, aber die Hammerhead ist doch essentiell. Ja, wir sind beide hier unten. Ja, die ist halt verbuggt, ich kann nicht losfliegen, nachdem ich abdocke. Dann werde ich immer impounded. Die Triebwerke gehen nicht an. Wollen wir nochmal versuchen, wie auf der Station unten, wo du auch nicht loslegen konntest, dass ich abhebe? Ist halt nur ein bisschen schwierig. Schiff treffen, Schiff nicht treffen. Oh, Junge. Kann man hier eine Constellation mieten? Ja, das wäre geil. Dann würde ich nämlich eine Ja, bei einer Raffineriestation. Ach, scheiße, wir haben immer noch Torque Imbalance. Nein. Ist egal. Wie weit seid ihr? Die Hammerhead ist wieder despawned. Okay. Die ist verbuggt. Wir nehmen an, was anderes. Und dann versucht zu reparieren, oder? Ich muss es erstmal. Ah, das andere Schiff ist da. Wenn wir große Beacons haben, ist es besser. Warte, wo seid ihr alle? Hangar 6. Wir haben mehrere Turrets da auch. Ich meine, wo? Ich habe gefunden, Crusader da. Hangar 6? Ja. Was willst du attack? Du kannst. Was hast du Schönes gespawnt in Hangar 6? Ein ziemlich fette Bombenschiff. Sag mir mal ganz kurz, welcher Quantum Beacon ist das? Der in der Nähe von Dama oder ist der mitten im Dings drin? Weil ich habe gerade noch eine Highspeed angenommen. Drauf. Justin? Ich sehe nur einen bei Dama. Mein Gott. Okay. Wie kommt man hier rein? Unser Aufzug. Ja. Wichtig ist, die zwei großen Turrets zuerst besetzen. Das sind die vorne oder hinten? Das muss ich nachschauen. Was wer hat die wieder runtergeschickt? Naja, ist gut. Alles gut. Ich bin im Aufzug. So. Wir machen jetzt erstmal die Moderate, damit wir mal überhaupt mal reinkommen. Wo geht's hier zu den Turrets? Alter, meine FPS sind so im Arsch, ne? Gucken, ob ich das hier. Weil du noch nebenbei streamst, vielleicht? Ja, ich denke mal. Ich mache jetzt Qualität auch auf Low. Woran erkenne ich, ob ich jetzt einen fetten oder einen. Keinen fetten Turret besetzt habe? Ich schau gerade nach. Also, wie viele Waffen hast du und welche? Zwei Panther. Es gibt zwei Turrets, die haben. Justin, wie weit bist du? Ich warte auf Basti. Und soweit ist alles geclaimed, alles ready. Dann sind wir Support bei euch. Dann. Tschüss. Wenn Basti noch ein bisschen braucht, dann komm doch schon dahin. Dann machen wir die Modelwelt gerade schon mal weg. Also, wenn der ist schon halb hier. Wenn ihr die Panther habt, dann habt ihr die zwei großen. Turrets. Ich habe hier zwei Badger drin. Die Badger sind die kleinen. Davon gibt es drei. Auf jeden Fall klein, ja. Kurz mal, meine Crew, seid ihr bereit zum Schießen? Dann fliegen wir jetzt schon mal zum Moderate hin. Bereit geboren. Wir sind nur zu dritt auf dem Schiff, ne? Ja, aber eine Moderate sollten wir damit. Vorne ist keiner bei uns. Oder bei euch. Retaliator. Unten ist einer vorne drin, das ist ein großes. Jawohl, bin ich. Und vorne oben fehlt noch einer fürs Turret. Dann geh ich nach vorne oben. So, dann schießt euch mal warm. Hä? Was? Wie heißt das hier? Ist das ein Redeemer, oder? Ja. Geiles Ding. Gegen euch?
Wow. Wer kommt nach vorne? Ich bin auf dem Weg. Wie komme ich denn in den Turm rein vorne? Ich schaue gerade selber. Ich muss hier die Leiter. Ja, genau, hier ist. Kurz vor den Betten. Hier die Leiter? Vor den Betten an der Decke. Jo. Eieiei. Stefan, dein Schiff ist übrigens schon fast kaputt, ne? Ja, ich weiß, ich habe sie vergessen zu reparieren. Achso, ich dachte, du wurdest gerade getroffen von der Telly. Komm, mach die Tür auf. Jawohl, zweimal Panther. Der trudelt schon. Den haben wir auch. Die Waffen sind nicht gegimbelt, ne? Nein. Auf dem Tür. Ja, jetzt habt ihr eine 1 drauf, ne? Ja, ja. Warum macht denn ich? Jetzt mach doch einfach die Tür auf. Soll ich jetzt aufschießen, Captain? Hier, alle draufballern. Ich würde behaupten, du kannst nicht schießen. Ich würde dir aber empfehlen, das nicht zu probieren, falls es verbuggt ist und wir sonst Crimes kriegen. Ah, die Medima sieht auch schon ziemlich fett aus. Jo, ich habe leider meinen. Oh, da war einer. Hat aber einer schön geschossen, Alter. Oh, die Scheiße ist, ich kann jetzt hier nicht reparieren, ne? Wo sind die da vorne? Okay, ich habe noch eine Heißfit angenommen. Die share ich jetzt. Ja, wenn du landest, dann komme ich gerade hoch zum Reparieren, falls das nötig ist. Ist geshared? Ja, könnten wir gleich mal machen. Oh, das ist ja bei mir. Ja, wo fliege ich eigentlich gerade hin? Quantum Beacon. Wo ist der da vorne? 220, der Bug, jawohl, dass er mich erst zur Station schicken will. Och nee, ich muss an der Station vorbeifliegen. Sehe ich das richtig? Wir kriegen jetzt für den Abschuss 220 Scheider, ja, auf dem Tisch. Ja, das lohnt sich richtig gut. Jetzt mit so vielen Leuten, ist das natürlich nicht so geil, aber du kannst, Highsweats kannst du eigentlich mit einer Constellation alleine fliegen. 220 Karte. Aber gerade mit mehr Leuten ist es doch geil, oder? Ja, das macht richtig Spaß, Alter. Du kannst einen nach dem anderen machen, dann kommt das Payout ist auch wirklich gut. Also. Hallo? 220 Karte ist ja lächerlich, sorry, what the fuck? Du kriegst 350 für eine Critical. Mit so vielen Leuten, wenn die ein bisschen was drauf haben, Alter, kannst du eine Critical nach der nächsten machen. Was ist bei Critical? Was kommen da für Schiffchen? Idris. Okay. Mehrere Hammerheads. Aber ganz ehrlich, ja, mit einer Retaliator oder einer Idris kriegt man recht gut weg. Ja. Bitte? Taurus oder Andromeda? Gut, die Andromeda, die hat halt nochmal einen Turret mehr, ne? Wenn wir jetzt zu dritt wären, wäre halt eine Andromeda halt auch richtig gut. Wunderbar, und wo soll ich jetzt hinfliegen? Aus die Cordis. Also am besten noch nicht zum Beacon fliegen, erst wenn alle da sind. Wir reparieren gerade. Ja. Ich warte, ich bin schon gespoolt, aber ich warte. Ja, wir sind noch sofort da. Hast du lange gerade. Also, wir reparieren nur ganz kurz. Ich kann leider. Kommst du schon mal hoch, dass wir. Ich bin auf dem Weg. Und sobald ihr bereit seid, könnt ihr schon mal hinfliegen gleich. Also, wenn Basti bereit ist. Und Justin. Dass die nicht verloren geht, weil ich habe die schon ziemlich lange angenommen. Wir springen dann auch direkt hin. Das ist jetzt das erste Mal, ist halt so ein bisschen erstmal ausprobieren und machen und tun, aber wenn das gibt's Friendly Fire, also müssen wir darauf achten, hier uns hier nicht gegenseitig zu treffen. Oh ja. Das ist gut zu wissen. Nur auf Sachen schießen mit so einem roten. Auch ganz wichtig. Auch ganz wichtig mit Mining Lasern. Ein Kumpel von mir wollte mal einfach nur den Namen von ihm mit Mining Laser in mein Schiff reinritzen. Einfach nach einer halben Sekunde waren wir beide tot. Achtung, ja, wir haben da vorne. Ist ja gut gelaufen. Ja, jetzt vorne mit einer Vulture kann man dann sicher schön auf Schiffe draufschreiben. Hier steht das eine rote. Hier steht eine rote Buccaneer. Die ist aber
Ja, tut uns ja nichts, ne? Das hoffe ich für sie. Wenn nicht, dann machst du gleich Bumm. Ja, wir sind ja im Free Zone jetzt, ne? Naja, Contract failed und zu lange gewartet. Ich nehme gleich einen neuen an. Gab das ich jetzt einen neuen? Also heißt, wenn jetzt da rausgekommen auf die, ach wie heißt das da, diese Ränge, die man sich da hochspielt? Das geht bei denen hier sau schnell. Haben wir kein Fahrwerk draußen? Guck mal gerade bitte. Nee, wir haben kein Fahrwerk draußen. Ja, hat er mir angezeigt, ne? Hangar 2 was? Jo. Das Contract Chair, okay. Alle Ü drücken einmal, ne? Für Contract Chair. Hast du Moderate? Nein, wir nehmen gleich High an. Ach komm, in der Zeit, wo ihr wartet, kann man den schon abschießen. Ja, ich wollte gerade sagen, macht die doch gerade. Ich guck schon mal nach einer High. Wurde er schon geschert? Dann habe ich es, glaube ich, verpasst. Ich share einfach nochmal. Ist bei der Moderate auch egal, eigentlich. Oder muss vorne rein, ja, ne? Service-Beacons hier sind. Ja, danke dir. Bauchnabel. Ich hab eine High. Dann kann man schon zur High gehen. Die Moderate habe ich mal rausgenommen. Gut, und dann, ne? So, Power on. Geh mal auf den anderen Landing-Pad. Ja. Zur Not. Ja, da ist die Bucky. Also ich habe jetzt eine Moderate angenommen. Und park dahinter einfach. Mehr so da drüber. Ja, passt doch. Probier mal, ob du die reparieren kannst. So, und... Alter, ist das eine Scheiße. Ja, ist egal, komm. Ich stehe mal auf, wir fliegen da jetzt hin. Ja, machen wir. Machen wir jetzt die Moderate, oder? Ich kann die High auch scheren, wenn ihr möchtet. Ah, du hast eine High, dann lass die High machen. Ich scher es raus, alle Ü. Ja. Wenn wir die haben, danach kriegen wir Criticals, dann ist unser Ranking hoch genug. Aber dafür sollten wir erst... Warte, ich gucke jetzt mal, ob er das gerafft hat. Hey. Ja, jetzt habe ich High und Moderate. Ja, nimm die Moderate High raus. Kannst du Abandon drücken. Moderate brauchen wir nicht. Reparieren geht immer noch nicht, ne? Nee. Können wir schon hinfliegen? Ja, ist egal. Alter, was denn jetzt? Ja, ich glaube, wir sollten schon hinfliegen, sonst stirbt er uns wieder. Ja, so schnell geht's nicht, aber geht mal auf die Turrets. Oh, aber ich kann reparieren. Ah, ist ja geil. Nice. Passt. Ja, erstmal reparieren ist ziemlich blöd. Das war jetzt immer einer zufälligen Person im Schiff zu. Ach so, okay. Problem ist, wenn jemand Crash to Desktop hat, der das hat und im Schiff ist dabei, dann kann es sein, dass es auf dem bleibt und du kannst nicht mehr reparieren. Könnte mir jetzt nur jemand sagen, wo ich jetzt eigentlich hinfliegen muss? Ich bin hier irgendwo im Cassandra-System. Zum Quantum Beacon. Ich kann, also hast du gerade die Mission angenommen? Ja. Ja, dann zum Quantum Beacon. Müssen wir jetzt aber dann alle hin, weil sobald einer da ist. Ja, ich kann jetzt ihr sagt mir, wann ich reingehen soll. Ich spule jetzt dahin. Wir sind jetzt auch auf dem Weg. Locked. Du gibst die Calls. Ich gebe Calls. Wer ist denn der Captain der Hammerhead? Der Quatsch, der Redeemer. Xerox, glaube ich, ne? Ja, ich, Xerox. Xerox? Ja. Ah, okay. Also ich bin 80.000 Kilometer noch entfernt. Genau, okay, wir sind jetzt auch da. Wir würden jetzt starten. Okay, dann gehe ich hin. Okay, wir auch. Okay. Auf geht's wieder! Echt, von den großen Schiffen ist mir das am liebsten, egal welche Variante. Ist einfach so cool. Was haben wir? Ganz kurz, Basti, du kannst den X-Modus mich ausmachen. Ich versuche dich immer drauf zu halten. Wie kann man das nächste Ziel aufschalten? So. T. Oh, scheiße. Der mit der 1 fokussieren. Wow, was ist das? Alter Damien habe ich hier. Ich habe gerade DZ-Steuerung-Probleme. Haben wir auch. Wir haben auch die 1.
Nee, ich habe andere Probleme. Okay, wir nehmen uns die Valkyrie vor. Die Valk auch. Den Fatih Damien, ne? Ja, Fatih Damien. Alter, ich hasse Lenkrad und Pedale im Spiel. Wieso macht das Spiel zu faxen damit? Bergsplash, nicht? Ui, wer hat uns gerammt? Was? Irgendwer hat uns. Ihr seid in den Gegner geflogen? Ja, wir wurden gerammt vom Gegner. Ich hab einen Blackout. Wir nehmen uns den Tama vor. Pony? Kommt man aus dem Blackout auch wieder zurück irgendwann? Ah, ja. Jetzt ihr könnt die Außenansicht dann immer benutzen. Hat bei mir gerade nicht funktioniert. So, wo ist unser Target? So hat sich mein Charakter jetzt beruhigt. Gehen wir wieder auf den markierten Fatih. Ja. Constellation. Schönes Ding. Oh fuck, was ist jetzt los? Alter, das ist eine Heizung für 2,50 drin. Kann die meine annehmen, der es gerade kann? Also ich nicht, aber weil ich habe die angenommen. Ich gucke mal. In den Turrets sieht man halt nichts. Nein, den nicht. Den nicht. Ich kann nicht annehmen. Okay. Ich müsste eventuell reparieren, ich habe ein Triebwerk verloren. Vielleicht findest du es ja wieder. Aha, super. Ich die Sonne blendet. Boom! Shield destroyed. So. Ich hab mein Schiff jetzt endlich wieder unter Kontrolle. Einmal aufs Gaspedal gedreht. Nehmen wir die und das Schiff ist außer Kontrolle. Wir nehmen jetzt auch die Andromeda vor uns. Die sollte aber gleich keinen Spaß mehr haben. Huch. Boom! Oh, Vorsicht, der hat uns fast wieder gerammt. Ui. Was hab ich denn hier? Nee. Warum ist einer von den Protect rot? Weiß ich nicht. Nicht drauf schießen. Ja, geschafft. Mhm. Contract complete. Sehr geil. Perfekt. Sehr cool. So, jetzt gucken wir mal gerade, was wir als nächstes haben. Das gab aber jetzt nur 9000. Ja, ja. Wird durch alle Leute geteilt, die da sind. Ah. Je weniger Leute geschert sind, desto besser läuft's. Ich habe die nächste High, aber das ist nur 45er. Nehme ich trotzdem schon mal an. Könnte mich irgendwer abholen, weil ich komme mit meinem Schiff keinen Meter mehr. Wenn ich Gas gebe, drehe ich mich im Kreis. Ja, dann kommst du bei uns als Turret Gunner rein, passt doch. Ja, dann musst du mich aber abholen. Ich komme mit, wie gesagt, mein Schiff dreht schon auf den Kreis. Weg. Naja, noch nicht hinfliegen, ich sammle Mark gerade noch ein. Hier, ich mache mich unbemerkbar. Ich habe leider nur Low. Ne, ich habe schon eine angenommen, ich share die sofort. Wollen wir schon mal hingehen zum Ordered? Ich muss mal gucken, da ist Mark. Da, der das Torpedo abgeballert hat. Die A2 ist noch recht heile, oder? Wir haben nichts abbekommen. Cool. Wir haben nichts abbekommen. Ja, hör mal auf zu schießen jetzt, Marc. Kannst schon mal raus aus dem Schiff? Yep. Ich habe neulich wen gerettet von einem Com-Array. Und ich bin einfach mit der A2 hingeflogen, Türen auf. Er ist langsam reingeglitten, Türen zu, die ganze Zeit. Frag mal Basti. Basti, hast du nochmal aus dem Orbit gefischt mit der A2? Das war auch geil. Ist einer im Orbit frei gefallen und dann halt rein in das Ding. Hier ist eine blaue Katti, wem gehört die denn? Das ist meine. Wieso sind die blau? Weil ich die Katze zu habe. Ach, die Polizeivariante oder was? Ja. Oh Mann. Ich krieg den scheiß Airlock gerade. Die kann ja gar nichts, oder? Ich meine, die hat ja keinen Vorteil, außer geiles Cockpit.
Die ist genauso Cockpit wie die Cactus Blue. Und Spezialisierung. Ja, aber die hat ja jetzt nicht irgendwie, die hat keinen Laderaum, die hat kein Medbed. Hat die nicht Snare? Brauchst du ja auch nicht. Die hat halt wirklich geiles Cockpit. Das ist halt ja, mit der blauen, ein bisschen Polizist, da brauchst du auch kein Medbay. Du kannst Leute vom Quantum Drive. Bist du drin, Marc? Du hast einen Quantum-Polar, richtig. Und, aber du kannst nicht rausziehen. Halt. Rausziehen kannst du nicht mit der, leider. Achso, hast du einen Beacon? Dann. Nee, du hast den Dampening, aber du hast nicht den Snare. Ich hab dich auf die Fresse gelegt. Und der Moment, also, du kannst ihn nicht rausziehen. Du okay, kannst ich bin drauf. Okay, dann komm mal ins Cockpit und nimm mal das vordere Turret. Ja. Sieht schon geil aus, das Cockpit von der Cutlass, ey. Okay, wir sind bereit. Du hast noch nicht geschert. Ich schere jetzt aber vorher. Ich hab auch. Oh, das ist der Heißfett. Für 43. Guck rechts, mal. Warte mal. Ne, oben bei mir. Oben bei mir reinkommen ins Cockpit. Ich bin doch so, oben. Ich meinte der Beacon, der ist unten rechts. Ne? So, geschert. Jo, dank dir. Okay, wir haben aufgespult, wir könnten starten. Alle rettig? Jo. Jo. Auf geht's. Wir gerade noch auf. Bei wem kriegen wir denn jetzt eigentlich gerade Ruf? Bei welcher Organisation? Ach, bei diesen Beacons einfach nur. Also, ist doch euch egal, wegen Wipe und so. Das ist sowieso Latte. Ja. Wie komme ich doch mal in die Turrets rein? Neben dem Bildschirm, rechts auf diesem Pad, genau in der Mitte. Oh, da ist der Beacon. Du musst auf den anderen Sitz. Falscher Sitz, der sitzt hinter mir. Bei mir ist das halt T2 anders. Ja, ist so. Okay, wir haben da eine Welk. Und noch eine Welk, wir nehmen die. Ist nur eins drauf. Die Hammerhead? Oder vergiss nicht einen Ticken höher. Haben wir eine Hammerhead? Ja, ist eine Hammerhead unten, ja. Hä, wo habe ich das wieder geschützt? Hammerhead nehme ich. Okay. Ja, ich kenne mich auf dem Schiff nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wo hier Geschütze sind. Das genau, heißt, hinter mir ist ein Stuhl, da musst du euch nur reinsetzen. Ja, da bin ich drauf. Ja. Zero, wir haben die Hammerhead. Warte, dann rechts neben dem Bildschirm kannst du in die Remote Turrets reingehen. Da sind drei. Okay. Hammerhead X. Enter Remote. Valk. Ja. Eine Valk. Dabax, geh mal ein bisschen. Der 1. Trons. Ja. Jawohl, Captain. Back down, okay. Weiter geht's. Okay. Oder auch nicht. Perfekt, fertig. Das war's schon. Geil. Was sagst du, Justin? Lass die kleinen Schiffe ruhig, der Hurricane. Basti und ich können die noch vor 5 Sekunden wegessen. Ja, das geht. Das wird Frühstück tatsächlich. Welche Herkules hast du? Das ist jetzt hier jemand gerne im Chat. Aber nicht meine. So, okay. Okay, ich habe jetzt keine Hai mehr. Müssen wir mal gucken, ob ihr vielleicht eine bekommt. Einfach ein bisschen warten, die kommen schon. Ja, ja. Weil ich habe nur eine T2. Ich habe. Ah, die A2 ist halt, Alter, wenn ihr da einmal trefft unten mit den Turrets, ne, ist da halt sofort zappenduster, Alter. Ich sehe das immer. So, ich treffe nicht, treffe nicht, treffe nicht, dann geht die Schnauze mal ein bisschen nach oben, dann gehen die unteren beiden Turrets einmal drauf, bumm, weg. Das ist echt. Alter. Low Threat. Und hier hat der Cactus Blue. Die Cactus Blue hat auch Geschütztürme. Und also ein Geschützturm, Torpedos und halt die Hauptkanonen, die 4 Stück. Ich glaube, das hatte den schwächeren Turm. Die Red oder die Blue? Alter, hast du viele Beacons offen. Geil. Keine Ahnung. Mhm. So. Ich hab hier sind keine guten. Ich hätte aber eine Bounty Group ERT für 80.000. Hm. Können wir auch machen, ne? Aber eigentlich sind die Beacons witziger. Bomben heute. Ich will auf jeden Fall einmal die A2 in Bombenmodus sehen. Werden das, das in den Service Beacons, diese Quests? Ich habe 3, 4, 5, 6, 7 High Threat. Ja, dann Gas. Dann nimm die teuerste an. Die teuerste annehmen. Und dann scheren. Ja, perfekt. Jo. Läuft doch. Ich sag ja, mit so vielen Leuten ist das mit Service Beacons überhaupt kein Problem.
Aber also macht das Spiel auch richtig Spaß, halt. Ja, das ist... Muss man mit vielen Leuten zocken, das ist einfach ja, so. Gerade wenn man die Critical Shreds hat, dann fängt es an richtig zu bocken. Ja, die kommen gleich. Boah, der 242.000 ist das. Mit mehreren jetzt Leuten. Jetzt geht's gegen Hammerheads, Alter. Jetzt wird's interessant. Aua. Problem ist, es gibt halt keine guten deutschen Orks. Doch, hier. Ja, aber ja, nicht eine, genau. Gute, große Orks. Sind alle bereit? Ja. Jo. Warum brauchst du eine deutsche Ork? Also, ne? Ich bin in der amerikanischen, das ist kein Ding, aber viele, ne? Deswegen. Ja. Die kein Englisch sprechen, sind die in der deutschen. Ich würde sagen, dann ist halt die Problem mit der Kommunikation halt schwierig. Wir haben momentan mich in der Ork mit 500 Leuten, wovon mehr als 70% aktiv sind, das ist heftig. Jetzt haben wir so. Constellation. Wir nehmen die erste Conny. Die Karte hier vorne. Wenn jemand eine Hammerhead sieht, einfach Bescheid sagen. Wird ja auch mit bei sein. Hm, ich würde nur ins Geschütz reinzukommen wieder. Einfach drinnen bleiben. Der Heckschild ist absolut tot. Ja, jetzt. More contacts. Ja, ja. Oh. Welches Ziel haben wir denn, Captain? Genau vor uns, die 1. Ein Schild draus machen, so. Ich markiere die immer mit einer 1. So. Mein Charakter übergibt sich gleich. Wow. Oh, ich war auf dem Ding. Cruise Control ist mir 10 Kilometer weg. Boah, was haben wir hier denn? Wir nehmen erstmal den hier vorne. Der geht mir mächtig auf den Sack hier. Ja. Jetzt sind zwei. Der darf jetzt einmal kurz gelöscht werden. Constellation Alter, markiert. Jawohl. Ihr müsst drauf gucken, ihr könnt nur bei 1,4 Kilometer schießen. Juhu. Wow, war das knapp, Alter. Holy moly. Stan. So besser. Oh. Und es hat Boom gemacht. Vor uns markiert. Jawohl. Aufgeschaltet. Das, was nicht vor mir ist, strebe ich hier nur. Hier hat hinten keine Schilde mehr. Aufladen hier, ja. Ja, doch, kannst du gib weg mehr hinten. Jetzt hat's ein Problem. Ich schippe endlich, hallo. Wie ist es gleich down? 2 Sekunden oder so. Oh, Alter, oh, wenn da alles drauf ist. Das war schon wieder, Alter. Was? Mölle, Alter. Wir brauchen die Critical, damit man sich mal die Retaliator ein bisschen lohnt. 20.000. Oh, 24, nice. Ja, für jeden, ne? Das ist schon. Ja, nice. Geht auf jeden Fall. Ich habe immer noch keine 9 bekommen. Guckt mal alle rein. Hier habe ich zwei mit drei, eine mit 320.000 und eine mit 304.000. 320.000 Critical, auf geht's, komm. Rinder mit. Oh, jetzt kommen die guten. Alter, jetzt wird's hart, ey. Die Idris erst am Schluss angreifen, wenn alles andere weg ist, ne? Wenn ihr vorher da hinfliegt, dann fängt die an mitzuschießen, das wollen wir nicht. Schießen einen Schuss von der Railgun, wir haben verloren. Ja. Deswegen nicht treffen lassen. Ja, ja. Nee, aber wie gesagt, die Idris erst als letztes, erst die ganzen kleinen Dinger wegmachen, als letztes die Idris. Ist das die ja, mit oder dieser ihr geht sofort Kapitel auf die Idris Seite? Und wir machen alles andere down, wie ihr wollt. Das ist Capital so Schiff mit der fetten Knarre vorne dran. Size 10. Ah, das ist quasi die um der Knarre rumgebaut wurde, ne? Mhm. So ungefähr. Ja. Okay, Rettich? Ja. Also ich schieße jetzt ohne Gimbal, das geht deutlich besser mit dem Ding hier, ey. Quantum Travel natürlich wieder verbuggt. Ich hasse es. Spielt ihr Gimbal? Weil ich spiele ich immer fix. Ich finde das viel, viel angenehmer. Spiele ich jetzt gerade auch. Ich treffe mit fix selten.
Ich habe ein Problem. Habt ihr rote Punkte? Ja. Nö. Jetzt. Doch, nein. Da jetzt. Raketen. Da sind zwei Hammerheads auf einem Spot. Hammerheads nehme ich. Nehmen wir die linke, würde ich sagen. Da vorne ist eine Kati drüber. Das ist unsere Basti. Okay. Okay, ich hab. Ich hab hier nichts. Ah, okay, ich hab ein Problem. Wie kann ich das nochmal fixen, wenn die nicht angezeigt werden? Hier wird auch nichts angezeigt, aber drauf schießen. Wie war das nochmal? Weiß das eine? Ich glaub auf. Ach ja, ja. Einmal aussteigen, wieder einsteigen. Genau, so war das. Dann müsste euch das auch wieder angezeigt werden. Ja, mir wird auch nicht angezeigt. Wir fliegen kurz zur Seite, ich steige einmal aus. Was ist das? Dann kann ich die Hammerhead weg. Eine Igris, ja. Ja, jetzt habe ich sie. Ja, jetzt habe ich sie. Die Igris als letztes, ne? Und noch die zwei Hammerheads, dann sind wir durch. Ja, ja, nehmen wir die, ja, ja. Wir gehen auch auf die Hammerhead. Oder schießen wir Hammerheads einfach weg, dann habe ich den. Wir entfernen uns gerade von den Feinden, kann das sein? Nee. Ja, ich muss da aussteigen. So, jetzt. Ja, jetzt habe ich alle Marker, jetzt können wir kämpfen. Erst Schild von den Hammerheads ist down. Okay, die Idris ist weiter weg, nicht hingehen. Ja, genau. Boah, Alter. 10 FPS. Willkommen im Club hier, ey. Bei mir läuft flüssig tatsächlich. Bei mir auch. Bei mir läuft auch flüssig. Ich werde gleich den Stream ausmachen, dann läuft es bei mir auch flüssig. Ich treffe so nichts, das ist mein Problem. Ich hab vielleicht 40 Meter oder so, keine Ahnung, gefühlt. Alter, 11 FPS. Ich bin mal auf Vulcan gespannt, wenn es denn da ist. Du musst ein bisschen höher fliegen. Oh, ich muss erstmal weg hier, Alter. Failed. Die Dings sind tot. Ja, dann weg hier. Warum? Ist doch spaßig. Also, ich sag dem Stream mal ciao. Es tut mir leid, aber das funktioniert nicht. War schön. Wir werden hier noch ein bisschen weitermachen.